Sehr verehrte Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Anja Siegemund. Ich bin die Direktorin der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaikum. Wem gehört Erinnerungskultur? Wie geht sie weiter? Bilanzen aus dem Gedenkjahr. So haben wir den heutigen Abend überschrieben. Und Gedenkjahr, ich nehme an, Sie wissen das alle, ich sage es nur noch mal, damit also ist gemeint, dass 2021, pandemiebedingt verlängert bis Mitte 2022, ein Gedenkjahr und manche bevorzugen zu sagen, ein Fest oder ein Jubiläumsjahr begangen wurde und wird, anlässlich von 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland, wobei man sich dabei auf ein Edikt von Kaiser Konstantin aus dem Jahre 321 beruft. Über dieses Jahr und unter anderem seine Bilanz wollen wir heute Abend sprechen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, darunter auch die Teilnehmenden an unserem Podium sowie jene, die an diesem Abend ein Grußwort sprechen. Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa und Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaikum. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und Gründungsmitglied des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Und Rita Schwarzel-Ürsutter, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat und damit, und das ist ganz wichtig, der Behörde, die Hauptfinanzier der Projekte des Gedenkjahres ist. Vielen Dank, Sie haben auch unsere Ausstellung, die wir aktuell zeigen, finanziert. Und unter uns ist heute auch Silvia Löhrmann, Staatsministerin AD und Generalsekretärin des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Danke Ihnen. Und neben mir möchte ich Ihnen vorstellen Dr. Alina Gromova, seit Februar im Leitungsteam der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaikum, Leiterin des Bereichs Ausstellungen und Sammlung. Frau Gromova wird jetzt diese Begrüßung zunächst fortführen. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Mein Name ist Alina Hromova. Ich begrüße Sie herzlich in der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaikum. Ich möchte kurz auf zwei Punkte eingehen, die in Verbindung mit dem Gedenkjahr 1700 stehen. Das eine ist, wenn es darum geht, zu zeigen, wie vielfältig das jüdische Leben in Deutschland heute ist und wenn es darum geht, zu zeigen, dass wir diese Vielfalt erhalten müssen und möchten, möchte ich gerne Silvia Löhrmann zitieren, die Generalsekretärin des Vereins 1700, Sie sind ja heute hier. Sie sagen, Zitat, wir schaffen das, wenn wir das gemeinsam angehen. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Satz. Ich habe gelernt, meinen ukrainischen Migrationshintergrund zu verheimlichen. Ich habe auch gelernt, meine jüdische Familienbiografie nicht öffentlich sichtbar zu machen. Sowohl das eine als auch das andere hängt miteinander zusammen und heute sage ich, dass beides große Potenziale in sich birgt und nicht Defizite, wie man in Deutschland oft zu spüren bekommt. Und es ist ein großer Verdienst des Gedenkjahrs 1700, weil es zeigt, wie sehr das jüdische Leben in Deutschland durch Diversität und Vielfalt geprägt ist und durch Migration. Und ein zweiter Punkt, der sehr mir wichtig ist, ist nicht zu vergessen, dass wir immer, egal was wir zeigen, nur Ausschnitte zeigen können. Gerade hier, wir sind ja heute in einem Museum, wo wir mit Objekten operieren und Objekte, die für Erinnerungskultur stehen, für die Geschichte und für die Gegenwart, wissen wir, dass wir immer nur Ausschnitte zeigen können, die zwar charakteristisch sind, aber nie vollständig. Es gibt mindestens 1700 verschiedene Arten, jüdisches Leben zu leben. Und die sind im Laufe des Gedenkjahres sichtbar geworden. Und es gibt aber mindestens 1700 Arten, jüdisch zu sein, die wir in Zukunft noch sichtbar machen sollen und müssen.
weil bei der Auswahl, die wir treffen, vieles unsichtbar bleibt. Und diese Unsichtbarkeit betrifft oft marginalisierte Geschichten und marginalisierte Biografien. Und das Schöne ist, dass dieses Gedenkjahr kein Ende ist, sondern ein Anfang. Und wir nehmen diesen Impuls, die Vielfalt und Diversität des jüdischen Lebens zu zeigen, sehr gerne hier in der Stiftung Neue Synagoge auf und hoffen, dass wir heute Abend nicht nur über die Gegenwart sprechen, sondern auch Impulse für die Zukunft bekommen. Herzlichen Dank. Ja, und meine Aufgabe ist jetzt noch ein bisschen eine Einführung in das Thema zu geben. Da hat sich, glaube ich, mancher etwas gewundert, wie überschreiben die denn diesen Abend? Wem gehört Erinnerungskultur? Dann immerhin ist es einfacher, wie geht sie weiter, Bilanzen aus dem Gedenkjahr? Aber wem gehört, was soll das heißen? Ich formuliere die Frage kurz anders. Wer soll sich Erinnerungskultur zu eigen machen? Und vor welchen Herausforderungen stehen wir da? Ich will dazu eigentlich nur eine Überlegung kurz auslegen. Zunächst, es gibt nicht die eine Erinnerungskultur, wie sie oft in aller Munde ist. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen. Es gibt zum einen eine Art, nennen wir es offizielle Erinnerungskultur und Politik, wie auf den meisten offiziellen Gedenktagen, und zum anderen aber zumindest teils sehr anders geartete Familienerzählungen. Es sind mindestens Parallelnarrative, die schon vor 20 Jahren festgestellt wurden in der Studie mit dem Titel »Opa war kein Nazi« oder die sich medial zeigten, etwa in der Fernsehserie »Unsere Mütter, unsere Väter« vor 9 Jahren und die vor wenigen Jahren in einer Studie zutage traten, nach der die meisten Menschen in Deutschland eher Widerstandskämpfer denn Nazis glaubten, in ihren Familien als Vorfahren zu haben. Ein Wissen um Opfer und Helferschaft in der eigenen Familie wird stark, ein Wissen um Täterschaft oder auch Mitläufertum wird vergleichsweise wenig tradiert. Zum komplexen Setting gehört weiter eine Erinnerungs-, sagen wir, un- oder eigentlich Antikultur in verschiedenen Varianten, die wir alle kennen, von einer Relativierung, einer Abwehrhaltung, einer Leugnung mit den bekannten Extremen. Und es gehört das größere Setting einer sich ausfächernden Erinnerungskultur in einer pluralen Gesellschaft dazu, eine Gesellschaft mit vielen Teilidentitäten. Diverse Opfererzählungen fordern Raum um Stimme. Zu Recht. Und dies auch im Kontext einer migrantischen Gesellschaft. Und es gibt noch etwas anderes, das vielleicht noch meistens nicht so im Blickwinkel ist, das wir aber auch mitbedenken müssten und das genauer reflektiert werden sollte. Und zwar eine Art von Vereinnahmungen, die auch übergriffig sein können, die man auch reflektieren muss. Das Phänomen einer Überidentifikation, die auch wieder eine entlastende Funktion erfüllt. All dies findet statt in einem Rahmen, der Erinnern und die eigene Identität, diese beiden Dinge, die eigene Identität als soziale Gruppe stark zusammenbringt. Jüdinnen und Juden erinnern sich auch als Jüdinnen und Juden, sprechen für Jüdinnen und Juden. Und da ist immer mehr ein ähnlicher Claim auch von anderen Opfergruppen. Ich denke mal, dass die Gesellschaft dies zu akzeptieren hat, dass die Biografien, die Familiengeschichten, die Zugehörigkeiten, Erfahrungen und Tradierungen von Leid und Traumata unterschiedlich sind. Und dass die verschiedenen Opfergruppen die eigene Erzählung, Teil ihrer Identität, selbst erzählen. Apropos, wem gehört? Das ist der eine Punkt. Und die gesamtgesellschaftliche Herausforderung hier, das Aushalten, dass ein gemeinsames Erinnern mit den Opfern Grenzen zumindest haben kann. Und dass Opfergruppen sagen, wir erinnern als Opfergruppen. Das Wer hat seine Bedeutung. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch ein anderes Wer. Auch andere Nicht-Jüdinnen und Juden erzählen jüdische Geschichte und haben Beziehungen zu ihr. Zum Beispiel in unserer Ausstellung Jüdisches Berlin erzählen, präsentieren wir auch solche Beziehungsgeschichten. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, nämlich das Was. Das Was des Erzählens, der Inhalt, hat seine Bedeutung. Denn gleichzeitig sollten wir als Gesellschaft darum ringen, dass es auch ein gemeinsames Gedenken gibt. Da ist zum Teil von einer geteilten Erinnerung die Rede, die kommunikativ hergestellt werden kann, zu einem identitätsstiftenden Gedächtnis mit gemeinsamen Werten und Handlungsmotivationen. Das ist gar nicht so einfach, und zwar gerade wenn Erinnern und Identität stark gekoppelt sind. Und wenn Erinnern, wie heute in unserer Gesellschaft, sehr opferzentriert ist. Wie soll,
Wenn wir jetzt diesen Raum hier einmal verlassen und auf die breitere Gesellschaft, etwa der heute Jüngeren, sehen, wie sollen jene erinnern, ohne in jedenfalls ungewünschte Narrative abzugleiten? Ein Museum muss sich das stellen, genauso wie eine Gedenkstätte. Wir haben diese Fragen. Wo ist quasi deren, ich nenne es mal so, Anker? Denn er liegt bei den meisten kaum in der eigenen Familiengeschichte. Stellen Sie sich eine Gruppe von jüdischen und nichtjüdischen Jugendlichen vor, sagen wir bei einem internationalen Austausch in einem Museum. Das ist gar nicht so einfach. Das heißt, es muss weiter darum gehen, dass eigentlich alle Menschen in Deutschland sich zu eigen machen, die Erinnerung und die unverbrüchlichen Werte daraus als Fundament und Chance dieser Gesellschaft zu begreifen und dass Menschen sich selbst aufgerufen sehen, dieses Fundament immer weiter neu zu bauen. Auch durch Empathie mit den Opfern und ihren Nachkommen, auch durch die historische Reflexion diverser Verfolgungsmechanismen. Dieses Fundament ist ein gemeinsames, ob bei Nachfahren von Opfern, Tätern, Mitläufern und übrigens auch Migrantinnen und Migranten. Und ich glaube leider, dass das für die Zukunft eventuell schwerer ist, als es klingt, aber das ist unser aller Aufgabe. Viele weitere Überlegungen wird es dazu auf dem anschließenden Panel geben, aber ich bitte jetzt erstmal Herrn Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa, für sein Grußwort hier auf die Bühne. Danke Ihnen. Sehr verehrter Herr Vizepräsident, lieber Herr Lehrer, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Frau Generalsekretärin, ich freue mich besonders, dass Sie heute hier sind. Liebe Podiumsteilnehmende, Frau Dr. Siegemund, Frau Dr. Klingenberg, Frau Adler und Herr Zimmermann, der mit der Initiative Kulturelle Integration solche Fragen ja auch schon des Öfteren und des Längeren diskutiert. Berlin ist eine Stadt mit einem reichhaltigen jüdischen Erbe seit dem 13. Jahrhundert. Wir haben 1700 Jahre, jetzt anderthalb Jahre gefeiert oder feiern es anderthalb Jahre. Mir liegt sozusagen das Feiern auch näher als das Gedenken, weil die Vielfalt des jüdischen Lebens zu zeigen ganz, ganz relevanter Aspekt dieses Jahres war. Und ich habe in meinem Hinterkopf solche Äußerungen wie beispielsweise die von Marina Weißband, die gesagt hat, auch mal mit uns reden, wenn es nicht um den Holocaust geht. Außerhalb des Gedenkens finden wir nicht statt. Das hat den Fokus ein Stück weit verschoben. Und ich finde, es hat ihn ganz richtig verschoben. Und diese, wie ich finde, exzellente Ausstellung, in deren Rahmen Programm ja die heutige Diskussion auch stattfindet, finde ich, zeigt das auch. Und ich finde das klasse. Also diese Ausstellung Jüdisches Berlin erzählen, mein, euer, unser, stellt Fragen und stellt Beziehungsgeschichten her. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was im Mittelpunkt dieses Erinnerungsjahres oder dieses Feierjahres, für mich war es in der Tendenz tatsächlich eher ein Feierjahr, für mich ganz, ganz große Relevanz hat. Wir haben in Berlin ganz, ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Wir haben mit der Berlin History App, mit dem Verein Berlin History App, jüdisches Leben ins Internet, sozusagen im Internet erfahrbar gemacht. Wir haben am 4. Mai 2022 im Abgeordnetenhaus auch eine ganz, ganz tolle Ausstellung eröffnet unter dem Titel Shared History. Die ist noch bis zum 1. Juni zu sehen und wenn Sie die Zeit finden, kommen Sie wirklich gerne mal vorbei, es lohnt sich sehr. Und André Kovacs, der leitende Geschäftsführer des Vereins, der das Fest ja organisiert hat, gesagt, es wäre für mich ein Erfolg, wenn wir eines Tages sagen könnten, dass es normal ist, als Jude in Deutschland zu leben, dass man ein normales Leben führen kann. Dass wir davon weit entfernt sind, das wissen wir. Marina Weißband wollte bei der Polizei einen jüdischen Stammtisch anmelden. Man hat ihr gesagt, machen Sie das mal lieber nicht, das ist zu gefährlich. Das ist die Realität. Und wir haben die Veranstaltung heute etwas später begonnen, wie immer, wenn wir hier eigentlich Veranstaltungen machen, weil wir alle unten gestanden und gewartet haben, durchleuchtet worden sind, um der Sicherheit dieser jüdischen Einrichtung willen. Das ist die Situation. Und deswegen ist es auch keine Angelegenheit von Feierjahren oder von Gedenktagen, sich der Sicherheit des jüdischen Lebens in Deutschland zu widmen, sondern es ist alltägliche Aufgabe, geeignete Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Wir haben in Berlin mit dem Berliner Aktionsplan gegen Antisemitismus vor 4 Jahren auch mal versucht, diese unterschiedlichen Aspekte tatsächlich auch zusammenzubinden und sie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nun, trotzdem, man kann natürlich, wie man über Erinnerungskultur eigentlich immer reden kann, auch in einem Feierjahr über Erinnerungskultur reden, das ist nie verkehrt. Und die Frage, welche Aufgabe diese in einer sich teilweise radikalisierenden Gesellschaft
übernehmen kann, ist eine wirklich zentrale Frage. Ich gehöre zu denjenigen, die Gedenkrituale, obwohl sie vielfach an ihnen beteiligt sind, aus dem persönlichen Empfinden, aus dem persönlichen Wunsch daraus, tatsächlich auch Momente des Innehaltens zu haben. Nehme aber auch wahr, dass viele Menschen diese Gedenkveranstaltung als ritualisiert empfinden, sich dazu wenig in Beziehung setzen können und am Ende auch nur sagen, das sind die üblichen Kranzabwürfe, aber was hat das eigentlich mit gesellschaftlichen Umständen zu tun? Und nach gut fünf Jahren im Amt eines Kultursenators habe ich natürlich auch permanent in den Netzwerken unserer Gedenkstätten und Museen mit den Fragen zu tun, die wir uns alle stellen müssen, nämlich wie kommen wir, nachdem immer weniger, fast kaum noch, wir erleben es ja, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen existieren, die authentisch berichten können, wir zunehmende antisemitische, ja, Terrorattacken zu gewärtigen haben in unserer Gesellschaft, komische Theorien und Welterklärungsmuster immer wieder nahelegen, es gäbe irgendwelche dunklen Mächte und wir alle wissen, wenn man diese dunklen Mächte sucht, dann ist der Finger ganz schnell auf eine gesellschaftliche Gruppe gezeigt. Das übrigens unterscheidet meines Erachtens auch den Antisemitismus von anderen Formen des Rassismus in unserer Gesellschaft. Und wir haben andere gesellschaftliche Pluralisierungstendenzen, Digitalisierungstendenzen, die auch Antworten von unserer Seite erfordern. Nicht zuletzt, wir sind eine buntere Gesellschaft, Frau Siegemund ist eben auch schon darauf eingegangen. Und sehr, sehr unterschiedliche Erinnerungsnarrative müssen in Beziehung zueinander gesetzt werden, wenn das Ganze wirksam werden soll. Ich kann an dieser Stelle nur ein einziges sagen. Ohne eine starke, und gerade angesichts der Tatsache, dass wir inzwischen schon wieder über zweite Historikerstreits hier reden, ja, ohne eine starke jüdische Stimme, ohne eine starke jüdische Perspektive kann diese Debatte nicht geführt werden. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schön, dass diese Veranstaltung hier heute stattfindet. Es war mir als Stiftungsratsvorsitzender tatsächlich ein Anliegen, Sie heute auch hier zu begrüßen, genau aus den eben genannten Gründen, auch wenn ich der Diskussion nachher nicht folgen kann. Wer mich kennt, weiß, dass ich das sehr ungern mache, auf Veranstaltungen zu gehen, wo ich früher gehen muss, weil andere Verpflichtungen auf mich warten. Aber heute war es mir tatsächlich wichtig, möchte ich nochmal dem Zentrum Judaicum herzlich zur kürzlich bekannt gewordenen Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille gratulieren und ja, weitermachen würde ich an der Stelle sagen. Das ist eine Ehrung, die diese Institution tatsächlich auch verdient hat. Dankeschön. Mach's kurz, Frau Direktorin, Frau Staatssekretärin, Herr Kultursenator, Frau Generalsekretärin, wirklich sehr, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Es ist immer wieder schön, hier in Berlin im Zentrum Judaicum zu sein. Die weithin leuchtende goldene Kuppel der Synagoge ist eines der besten und schönsten Wahrzeichen von Berlin. Nichts könnte den jüdischen Anspruch, jüdisches Leben inmitten dieser Stadt sichtbar zu machen, besser präsentieren, besser dokumentieren wie diese Kuppel. Aber das verletzte Gebäude symbolisiert mit seiner Vergangenheit auch die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland in seiner ganzen Tragik und in seiner ganzen grausamen Geschichte. Glanz, Höhepunkte und Zerstörung manifestieren sich in Geschichte und Architektur dieses Hauses auf einzigartige Weise. Damit leistet es allein schon durch seine Existenz einen wesentlichen Beitrag zur Erinnerungskultur. Mit seinen großartigen Ausstellungen öffnet es allen interessierten Menschen wahrlich die Pforten, so wie es über dem Eingang zur Synagoge steht. Tuet auf die Pforten, das einziehe, das gerechte Volk, das bewahrt die Treue. Das Konzept des Zentrum Judaicum ist schnell zusammengefasst und ich darf den Gründungsdirektor des Zentrum Judaicum, Dr. Hermann Simon, zitieren. Das Zentrum Judaicum hat sich immer bemüht, kleine Mosaiksteine zu finden, mit denen sich große Geschichten erzählen lassen. Ein kurzer Satz mit einem großen Anspruch.
Die Umsetzung dieses Konzepts gelingt wahrlich auf beeindruckende Weise auch unter der heutigen Leiterin Dr. Anja Siegemund mit der aktuellen Ausstellung Jüdisches Berlin erzählen, mein, euer, unser, die ich schon besuchen durfte. Es gelingt der Ausstellung abzubilden, was für viele nichtjüdische Menschen immer noch unbekannt ist, die ganze Vielfalt und Diversität jüdischen Lebens im heutigen Deutschland. Entstanden im Rahmen von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dem Jubiläum 350 Jahre Neugründung jüdische Gemeinde zu Berlin, sowie dem Jubiläum zu 25 plus 1 Jahren Eröffnung des Zentrum Judaicums, entsteht wahrlich ein vor Lebenslust und Engagement sprühendes Kaleidoskop vieler Menschen, die diese jüdische Gemeinschaft heute ausmachen. Menschen, die gehört werden wollen, die gesehen werden wollen, die als Individuen ihre Positionen in die Stadtgesellschaft einbringen wollen. Menschen, die für so viel mehr stehen als ausschließlich Themen wie Antisemitismus, den sogenannten Nahostkonflikt oder gar die Shoah. Dennoch setzen sie sich, wie wir alle, mit all diesen Themen auseinander, finden eigene und teilweise auch neue, in jedem Fall individuelle Zugänge zu diesen Themen, zu ihrer Geschichte hier in Deutschland, aber auch als Kosmopoliten in dieser Welt. Wir haben in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, nein, nicht wirklich gefeiert. Dazu gibt es zu viele beschämende Momente lange vor dem Holocaust. Aber wir haben mit zahlreichen Veranstaltungen auch daran erinnert. Nicht alle konnten sich mit diesem Festjahr identifizieren. Dennoch hat auch die Diskussion um dieses Festjahr Früchte getragen, sowohl als Ausdruck jüdischer Selbstvergewisserung, als auch vielleicht als Aufruf zu einer Bestandsaufnahme der nichtjüdischen Gesellschaft. Denn das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland wirft auch die Frage auf, wo denn die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft im Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft steht. Und wo stehen wir Juden in dieser Gesellschaft 1700 Jahre, nachdem der römische Kaiser Konstantin in dem berühmten Dekret erstmals jüdisches Leben nördlich der Alpen schriftlich erwähnt hat? Auch darauf wollte der Verein 321 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, zu dessen Gründungsmitgliedern ich gehöre, eine Antwort suchen. Und vielleicht haben wir im Verlauf festgestellt, dass die Antworten darauf so vielschichtig und vielfältig sind wie unsere Gesellschaft selbst. Was ja nicht die schlechteste Antwort ist. Ich muss nicht erwähnen, dass der grassierende Antisemitismus das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden sehr belastet und uns mit großer Sorge erfüllt. Ich könnte Ihnen jetzt was über gestiegene Zahlen erzählen. Zweifellos gelang es jedoch trotz dieser Belastungen, das zentrale Ziel des Vereins umzusetzen, nämlich jüdisches Leben in Deutschland noch viel sichtbarer zu machen und es noch mehr dorthin zu rücken, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. Sichtbar, erlebbar, respektiert. Dafür engagieren sich ebenso Jüdinnen und Juden wie auch die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft gemeinsam mit all den Menschen, die an unserer Seite stehen, sei es aus der Politik, der Zivilgesellschaft und den Kirchen. Auch dieser Prozess war und ist ein ungemein wichtiger, der uns im Miteinander voranbringt. Unzählige kulturelle Events, hunderte von Begegnungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen, die sonst nie stattgefunden hätten, konnten wir in diesem und auch im letzten Jahr erleben.
Es wurde gesungen, gegessen, getanzt, gelacht und vielleicht auch manchmal geweint. Auch wenn es kein Allheilmittel gegen Antisemitismus gibt, so gibt es doch gerade im Bereich von Bildung und Begegnung unendlich viele großartige Möglichkeiten, Menschen für Vielfalt, Toleranz und wechselseitigen Respekt zu gewinnen. Auch hierzu haben all die Veranstaltungen zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland einen unschätzbaren Beitrag geleistet. Es wird auch in die Zukunft hinein eine präventive Wirkung gegen das Gift des Antisemitismus entfalten. Dessen bin ich mir ganz sicher. Dazu kann auch das gemeinsame Erinnern beitragen. Es gilt auch künftig, ein Erinnern an die Shoah zu gewährleisten, das ein Lernen aus der Vergangenheit beinhaltet und Jüdinnen und Juden gleichzeitig nicht zu Objekten der Erinnerung macht. Ein Gedenken, das in Gegenwart und Zukunft hineinreicht und uns eint im Handeln gegen jede Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus und Antisemitismus. Erinnerung aber braucht auch Wissen und die Bereitschaft zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. Sie ist kein Selbstzweck. Ich zitiere: Nur im Konkreten lässt sich das Ungeheuerliche, Monströse begreifen, das unter dem dünnen Firnis der Zivilisation lag und noch immer liegt. Sich dieser Daueraufgabe zu stellen, ist die Voraussetzung jeder Erinnerungskultur und Bildungsarbeit. So formulierte es Professor Andreas Wirsching jüngst in einem Beitrag für die Zeitung Die Zeit. Wie wichtig fundierte und verbesserte Bildungsarbeit ist, wird daran deutlich, dass das Wissen vieler junger Menschen über die Shoah oft erschreckend gering ist. Daher müssen die Schulen den Balanceakt schaffen, einerseits ausreichendes Wissen über den Nationalsozialismus und die Shoah zu vermitteln, andererseits müssen sie es vermeiden, Juden nur als Opfer darzustellen. Eine wahre Herkulesaufgabe. Auch die Gedenkstätten sind wichtige Orte zur Demokratieerziehung und des Erinnerns. Bei Führungen durch die Gedenkstätten kommt es jedoch unfassbarerweise immer wieder vor, dass einzelne Besucher die historischen Fakten anzweifeln. Auch der sekundäre Antisemitismus greift um sich. Uns Juden wird sogar vorgeworfen, dass wir Vorteile zögen aus der NS-Zeit. Auch die jüngsten Debatten im Feuilleton haben eine gefährliche Schlagseite bekommen. Zwar ist es generell zu begrüßen, die Verbrechen Deutschlands der Kolonialzeit stärker in den Blick zu nehmen. Wer jedoch von Opferkonkurrenzen oder einem sogenannten Katechismus der Deutschen schwadroniert, schadet dem Anliegen und unterminiert eine sorgfältige historische Einordnung und Abgrenzung zweier so unterschiedlicher Phänomene wie Rassismus und Antisemitismus. Meine Damen und Herren, die folgende Veranstaltung stellt die Frage, wem gehört die Erinnerungskultur? Wenn ich mir erlauben darf, meine Antwort auf die Frage wäre, sie gehört niemandem. Aber alle sind aufgefordert, sich zu erinnern und entsprechend verantwortungsvoll zu handeln. Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie leicht entflammbar der anscheinend völlig verlöschende Funkenflug des Hasses ist und wie schnell er zum Flächenbrand wird, wie schnell das Erinnern erlischt. Wer hätte anfangs des Jahres gedacht, dass im Jahr 2022 schon wieder Krieg in Europa wütet und Millionen zur Flucht treibt? Ich bin groß geworden im Glauben an den Frieden in Europa. Heute retten auch jüdische Organisationen Menschen in und aus der Ukraine und selbstverständlich Überlebende des Holocaust aus der Ukraine.
Es ist unfassbar. Und manch einer mag sich angesichts dieser Erschütterungen im Herzen Europas fragen, ob das Erinnern einen Sinn macht, ob Erinnerungskultur nachhaltig ist. Ist die Menschheit lernfähig? Lernen wir wirklich was aus unserer Vergangenheit? Die Antwort, meine Damen und Herren, gibt jeder Einzelne von uns. Denn ohne Erinnern gibt es keine Identität. Zugleich ist das Erinnern ein elementarer Beitrag zur Demokratie, wenn Erinnern heute heißt, ausgerichtet auf eine menschenwürdige Zukunft für alle zu handeln. Der Krieg in der Ukraine hat neben seiner furchtbaren Seite aber auch gezeigt, dass Menschen ihre Herzen und auch ihre Wohnhäuser öffnen. Für diejenigen, die vor Krieg, Hass und Gewalt flüchten, haben sie ihre Türen geöffnet. Ganz im Sinne der Inschrift über dem Zentrum Judaicum. Tuet auf die Pforten, das einziehe das gerechte Volk, das bewahrt die Treue. Das ist das gute Signal in der heutigen Zeit. Denn wer sich wahrhaft erinnert, der hilft. Jetzt, heute und in Zukunft. Danke. Sehr geehrte Frau Siegemund, sehr geehrter Herr Senator, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wir begreifen Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und einen Weg in eine gemeinsame Zukunft. So beginnt im Koalitionsvertrag der Abschnitt zur Erinnerungskultur. Und angesichts rechtsextremer und antisemitischer Straftaten, angesichts der Verlockungen der Autoritäten, um hier einen wichtigen Buchtitel aufzugreifen, angesichts von Erfolgen des politischen Populismus wird Erinnern aus meiner Sicht immer wichtiger. Der Antisemitismus von heute als solchen zu erkennen und zu bekämpfen, bedeutet nicht, ihn mit dem der Nationalsozialisten gleichzusetzen. Doch wer erinnert, weiß, dass sich die Geschichte häufig reimt. Sprache verroht, Menschen werden dehumanisiert, Verschwörungsmythen erdichtet. Und leider fallen diese Verschwörungsmythen oft auf fruchtbaren Boden. Das sind die Grundsteine für Hass und Gewalt. Erinnern bedeutet auch, den Blick zu schärfen, aufmerksam und sensibel zu sein. Denn, und diese Wahrheit auszusprechen, ist hart, Jüdinnen und Juden sind in Deutschland bedroht. Als offene, freiheitliche Gesellschaft und als Rechtsstaat schulden wir allen Menschen Sicherheit und Respekt. Als Land der Täterinnen und Täter schulden wir allen Opfern ein ehrendes und würdiges Andenken. Diese Verpflichtungen lassen sich nicht trennen. Sie sind das Selbstverständnis unseres Staates in unseres Gemeinwesens eingewebt. Ich bin der Stiftung Neue Synagoge Berlin daher sehr dankbar, dass Sie mit der Ausstellung Jüdisches Leben Berlin erzählen. Mein, euer, unser, einen so wichtigen Beitrag leistet. Die Ausstellung erweitert das Wissen über die Biografien von Jüdinnen und Juden in Berlin. Sie bereichert das Wissen um die Ebene des Gefühls. Erinnerungen lassen sich gewissermaßen auf die Formel Wissen, Emotionalität, also Gefühl, und Perspektiven bringen. Das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hat nicht nur hier, sondern an über 2000 Orten in ganz Deutschland viel dazu beigetragen, die jüdische Perspektive zu stärken. An diese Erfolge gilt es anzuknüpfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Erinnerungskultur ist kein Zustand. Es ist ein ständiger Prozess. Erinnerungskultur wandelt sich. Dies wurde nicht zuletzt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der Diskussion über die Feier des 19. Mai sichtbar. Eine Frage, die sich stellt, gibt es Leerstellen in der deutschen Erinnerungskultur? Allzu oft wurde die kollektive Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den euphemistisch als Russlandfeldzug bezeichneten
deutschen Vernichtungskrieg von einer selektiven Wahrnehmung der Opfer begleitet. Ich begrüße daher ausdrücklich den Beschluss auch des Deutschen Bundestages, in Berlin ein Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg zu errichten. Unsere Erinnerungskultur wird damit noch stärker in einen europäischen Zusammenhang gestellt, ein Zusammenhang, in den sie auch gehört. Wie geht Erinnerungskultur weiter? Das im Koalitionsvertrag beschriebene Verständnis einer Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und Wege in eine gemeinsame Zukunft schließt alle hier lebenden Menschen ein. Um diesen Weg erfolgreich zu beschreiben, sind innovative Konzepte gefragt, die das Erinnern für Menschen mit und ohne Migrationserfahrung ermöglichen. Ich sehe es als daher als unsere Aufgabe an, Erinnerungen zueinander in Beziehung zu setzen und auf diese Weise neue Perspektiven für eine lebendige Erinnerungskultur zu schaffen. Und ich komme durchaus aus einem ländlichen Raum in Süddeutschland, aber auch da gibt es Antisemitismus, auch da gab es Antisemitismus. Wir haben einen doch durchaus bekannten Soziologen, Professor Hartmut Rosa. Und ich bin schon begeistert auch davon, und ich glaube, es muss uns gelingen, gemeinsam gelingen, sogenannte Resonanzräume zu schaffen. Was meint Resonanzräume? Beziehungen. Ich bin überzeugt davon, wenn Menschen in Beziehungen zueinander stehen, ist es viel schwerer, auch Gefühle entsprechend des anderen zu verletzen, sondern man ist durchaus in dem Bereich, dass man respektvoll miteinander umgeht. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir gemeinsam, alle gemeinsam bestreiten. Der ist nicht einfach. Der braucht viel Engagement, der braucht viel Energie, aber in unserer Gesellschaft hat Hass, Ressentiments, Rassismus und vor allem auch Antisemitismus keinen Platz und darf keinen Platz haben. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, als Moderatorin des heutigen Abends Sie auch noch mal begrüßen zu dürfen, des heutigen Podiumspanels, das um die Frage geht, wem gehört Erinnerungskultur, wie geht sie weiter, Bilanzen aus dem Gedenkjahr. Es ist die Frage nach jüdischen Erinnerungskulturen in einer diversen, zunehmend pluralen Gesellschaft. Wir werden hier einen spannenden Abend, eine spannende einstündige Diskussion erleben dürfen, wo es um feministische, wissenschaftliche, kulturpolitische Perspektiven und Positionen gehen wird, aus jüdischer und nicht-jüdischer Perspektive und mit Bezug auf verschiedene Medien und Orte der Inszenierung der Erinnerung. Ich habe schon gemeint, dass ungefähr 60 Minuten versuchen wir, diese Diskussion zu führen, und danach ist auch etwas Zeit für Fragen aus dem Publikum, also die können Sie sich gerne notieren und dann an uns richten. Ich selber bin Co-Kuratorin dieser Ausstellung Jüdisches Berlin erzählen, mein, euer, unser, und freue mich daher umso mehr, dieses Ausstellungsjahr, wir haben lange daran gearbeitet, nun noch einmal gemeinsam hier reflektieren und Bilanzen ziehen zu dürfen. Was mich insbesondere, also ich sage eigentlich nur einen Satz, es wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, zu Recht, dieser Angriffskrieg jetzt gegen die Ukraine, aber was mich beschäftigt ist, wie sehr das neue Koordinaten auch schon widerlegt auf das Gedenken, und wo ich finde, dass teilweise sogar unsere Ausstellung, ich habe nicht gedacht, dass so vieles sich schon wieder verändern wird in so kurzer Zeit. Also wir haben Interviewpartnerinnen, die ganz klar als sogenannte Kontingenzflüchtlinge sprechen,
aus einer postsowjetischen Perspektive sprechen, diese einbringen in die Ausstellung. Das war uns auch ein ganz großes Anliegen, eben im Zuge der Pluralität des Erinnerns, aber auch der diversen jüdischen Lebenswelten. Und Kolleginnen, eben die in der Ausstellung sprechen, heute schon sich anders bezeichnen, nämlich zum Beispiel als ukrainische Jüdinnen. Das ist etwas, was jetzt unter der Hand schon passiert und was uns sicherlich hier auf dem Panel und Podium auch beschäftigen wird, wie sehr sich das Gedenken und Erinnern auch schon wieder ändert. Ich spreche jetzt auch vom Gedenkjahr, aber wir haben im Vorfeld immer wieder gesagt, es geht auch um das Feierjahr, um das Festjahr, wo wir uns freuen, dass eben mit diesen 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland dieses, auch dieser Aspekt des Feiern ganz groß geschrieben wurde. Ich darf jetzt die Panelistinnen vorstellen. Ich mache es kurz, weil sie ja dann auch Gelegenheit haben, sich selber vorzustellen anhand der Positionen, die sie hier einnehmen. Ich fange mit dir, Anja, an. Anja Siegemund ist zwar eigentlich hier kaum vorzustellen, aber ich tue es jetzt trotzdem. Sie ist seit 2015 Direktorin der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaikum und zuvor leitete sie das Leo-Baeck-Institut in Jerusalem zur Erforschung der Geschichte der deutschen und zentraleuropäischen Juden. Du kamst nach 13 Jahren Israel zurück nach Deutschland und bereicherst jetzt hier die Debatten. Sie hat Studien, also schon bereits seit dem Studium sozusagen als Guide und Bildungsreferentin in der KZ-Gedenkstätte Dachau und im Haus der Wannsee-Konferenz gearbeitet und sich dabei auch theoretisch mit der Frage nach der Vermittlung in Gedenkstätten beschäftigt und mit den diversen Umgestaltungen eben auch der Gedenkstätte. Auch in aktuellen Projekten beschäftigt sich Anja Siegemund mit Oral History. Das ist ja auch im Prinzip schon in unsere Ausstellung mit eingeflossen. Ich glaube, zu der Vision des Museums wirst du auch selber uns noch einiges erzählen können, weil das ist ja auch, was ich schon sagte. Es geht mir hier auch ganz klar darum, dass wir eben mit unterschiedlichen Formen und Medien der Inszenierung auch der Erinnerung zu tun haben werden. Vielleicht nur so viel, es geht hier in diesem Haus um Ausstellungen, Veranstaltungen, Bildungsangebote, um die Vielfalt jüdischer Kulturen und Identitäten als Teil Berlins in Geschichte und Gegenwart. Dann darf ich Olaf Zimmermann begrüßen und hier vorstellen, die Veranstaltung ist ja im Prinzip gemeinsam entstanden zwischen dem Zentrum Judaikum und eben Ihnen, Olaf Zimmermann, als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Wir sehen hier auch die entsprechenden Fahnen hängen. Olaf Zimmermann ist außerdem Sprecher der Initiative Kulturelle Integration. Aber was ich auch spannend finde, auch für unsere Diskussion, ist, dass Sie nicht nur in diesen offiziellen Rollen hier sind, sondern ihrerseits lange als Kunsthändler und Geschäftsführer verschiedener Galerien gearbeitet haben. 1987 gründete Herr Zimmermann eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Köln und Mönchengladbach. Wie gesagt, seit 1997 ist er Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Er ist auch Herausgeber und Chefredakteur von Politik und Kultur. Sie alle haben, glaube ich, diese Zeitschrift schon dankbar in Empfang genommen und durchgeblättert und auch den Themenschwerpunkt des jetzigen Heftes zur Kenntnis genommen, den vielseitigen, im wahrsten Sinne des Wortes, vielseitigen Themenschwerpunkt zu jüdischem Leben in Deutschland und eben auch zu Antisemitismus in Deutschland, wo ich gerade auch die Fotografien spannend finde, die etwas zeigen, indem sie es nicht zeigen, teilweise. Herr Zimmermann wurde 2020 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Dann möchte ich Sharon Adler vorstellen. Sie ist Journalistin, Publizistin, Moderatorin und Fotografin. Also in vielen Rollen auch wiederum hier auf dem Panel. Sie gründete 2000 das Online-Magazin und Informationsportal für Frauen Aviva Berlin. Unbedingt nachzugucken, Aviva Berlin, Sie finden das leicht als Online-Portal.
Du hast verschiedene Projekte zu jüdischem Leben in Deutschland initiiert, wie das Dialogprojekt für Jüdinnen und Muslime, Shalom Aleikum als Freundin hinzufügen, sowie Writing Girls, jüdische Frauenbiografien in Berlin. Außerdem das Interview- und Fotoprojekt Jetzt erst recht, Stopp Antisemitismus. Seit 2013 engagiert sich Sharon Adler ehrenamtlich als Vorsitzende der Stiftung Zurückgeben zur Förderung jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft. Für das Deutschlandarchiv der Bundeszentrale für politische Bildung betreut sie die Reihe Jüdinnen in Deutschland nach 1945, Erinnerungen, Brüche, Perspektiven. Sie hören jetzt schon, dass Sharon einen großen, wichtigen Schwerpunkt eben auch in der Aufarbeitung und im Sichtbarmachen, das Wort fiel vor, das Sichtbarmachen eben jüdischen Frauenlebens, dass da auch eine ganz tolle Stärke von dir liegt. Und ich begrüße Dr. Daria Klingenberg. Ich betone das Doktor, weil seit wie viel, das ist ein neuer Titel, weil das Buch ist gerade erst erschienen. Wie lange ist es auf dem Markt? Es kommt in ein paar Wochen erst. Aber der Titel ach so. Oh, okay, das ist je nach Universität unterschiedlich, ob man den Titel schon tragen darf. Oder, aber das Buch ist manifest schon hier. Das Buch trägt den Titel Materialismus und Migration vom Wohnen russischsprachiger migrantischer Mittelschichten. Daria Klingenberg ist akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina Universität. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte umfassen Migrationssoziologie, vor allem mit dem Schwerpunkt auf die russischsprachige, insbesondere jüdische Migrationsbewegungen des 20. Jahrhunderts. Sie beschäftigt sich hierbei theoretisch sehr hoch fundiert mit Verschränkungen von Klasse, Geschlecht, verschiedenen Rassismen und Antisemitismus. Sie arbeitete davor als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main und hatte Aufenthalte als Gastwissenschaftlerin an der New York University und der Tel Aviv University. Gegenwärtig arbeitet sie zu erinnerungspolitischen Verflechtungen und Konflikten in Migrationsgesellschaften und zum Umgang mit Differenzen und Diversität in Diaspora-Gemeinschaften. Mit Alina Gromova hat sie gemeinsam die internationale Konferenz zu Jüdinnen und Juden entlang der Seidenstraße am Jüdischen Museum Berlin organisiert und sich dabei eben auf Perspektiven auf die jüdischen Geschichten und Erfahrungen aus dem Raum der ehemaligen Sowjetunion konzentriert, um diese auch zu erweitern und hier mit wiederum, ich sage es wieder, sichtbar zu machen. Ja, ich glaube, dass Sie schon jetzt schon gespannt sein dürfen auf einen diversen, vielleicht auch kontroversen Abend. Und ich habe alle Podiumsteilnehmerinnen gebeten, ein erstes kurzes Statement uns darzulegen. Und ich möchte Daria dich bitten, damit anzufangen, mit dem Statement persönliche Bilanz aus dem jüdischen Gedenk- bzw. Feierjahr. Hört man mich? Ja? Gut. Okay. Dann können wir den Abend eröffnen in guter jüdischer Tradition mit einer kritischen Perspektive, weil es für mich ein sehr seltsames Jahr war, dass ich vor allem aus der Ich habe das Jahr vor allem aus der Perspektive von 31 Jahren russischsprachig jüdischer Migration, die als 30 Jahre russischsprachig jüdische Migration Teil von diesen 1700 Jahren jüdischer Geschichte auf dem Territorium Deutschlands war, wahrgenommen. Ich arbeite seit über 10 Jahren als Migrationsforscherin zu dieser Migrationsgeschichte. Ich habe selber eine russischsprachige, postsowjetische, jüdische, DDR-deutsche Familiengeschichte und irgendwie das aus. Danke, Herr Zimmermann. Super. Also meine persönliche Erfahrung, aber auch meine wissenschaftliche
Analyse dieser Migrantinnengruppe, dieser jüdischen Migrantinnengruppe, ist, dass sie meistens nicht sichtbar sind, dass meistens über sie gesprochen wird und dass sie quasi im Publikum sitzen, über sie gesprochen werden, aber selten selbst auf dem Podium sind. Deshalb habe ich mich natürlich über die große Aufmerksamkeit und vor allem über die vielen Veranstaltungen, gerade im ländlichen Raum, an denen über jüdisches Leben gesprochen wurde, bei denen eben auch viele der russischsprachig jüdischen Migrantinnen oder mittlerweile auch deutschsprachigen Migrantinnen mit postsowjetischen Migrationsgeschichten, die anwesend waren, und dass dort eine lokale Verknüpfung von verschiedenen Migrationsgeschichten stattfand. Gleichzeitig war ich erstaunt, dass angesichts der vielen Geschichten, die es gibt über russischsprachig jüdische Migranten, wir haben einige der besten gegenwärtigen deutschsprachigen Autorinnen haben russischsprachig jüdische Migrationsgeschichte, war ich auch über die oft sehr einseitigen, sehr gleichförmigen Geschichten, die über diese Gruppe erzählt werden, enttäuscht, manchmal auch ein bisschen verärgert. Ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen ich gehört habe, wo über Kontingent und dann gerne auch noch über Kontingenzflüchtlinge gesprochen wurde, als wäre das eine Selbstbezeichnung und nicht einfach ein Aufenthaltstitel, mit dem die Menschen gekommen sind. Wie wenig wir wissen über die, du hast es ja gerade erwähnt, über die tatsächlichen Identitätskonflikte und verschiedenen Zugehörigkeiten, die vielleicht weder russischsprachig noch postsowjetisch vollkommen abbildet. Aber angesichts der Tatsache, dass wir über eine erfolgreiche Migration sprechen und die Menschen gerne als Beispiel für vielfältiges jüdisches Leben darstellen, ist es ein bisschen schade, dass wir wenig von den Geschichten wissen. Weder davon, was die Kosten des Erfolges waren, noch davon, was für Probleme, Erfahrung von Antisemitismus, Erfahrung von Rassismus in der deutschen Migrationsgesellschaft diese Menschen mitbringen, noch auch von den historischen Erfahrungen der Shoah oder der Evakuation nach Zentralasien, des Überlebens der Shoah. Also wir haben einfach viele Leerstellen, die ich mir gewünscht hätte, dass wir die mehr aufgearbeitet hätten im letzten Jahr. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um das aufzuarbeiten. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt wirklich sagen, dass wir diese ersten Statements einfach nacheinander stehen lassen in ihrer Unterschiedlichkeit und später dann etwas lebendiger miteinander ins Gespräch kommen. Möchtest du weitermachen? Vielen Dank, liebe Daya, und vielen Dank, liebe Eva, und überhaupt vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung zu der Ausstellung, die ich heute das erste Mal gesehen habe. Ich finde sie großartig. Und ich habe heute das erste Mal auch gesehen, mich selber als Teil, als Exponat in dieser Ausstellung mit meiner Tochter zusammen und mit einem Foto von meiner Urgroßmutter. Das ist so ein bisschen das, was für mich auch das jüdische Berlin tatsächlich symbolisiert. Eine Geschichte, die jetzt aber sicherlich an der Stelle heute abendfüllend wäre. Aber ich würde gerne auch mit einer jüdischen Tradition beginnen. Und zwar mit einer Frage. Mit einer Frage, die heißt Erinnerungskultur, wem gehört die? Und meine Frage lautet, wem gehört sie nicht? Oder wo wird sie nicht abgebildet? Und dazu gebe ich ein kleines Beispiel. Ich versuche das auch möglichst kurz zu halten. Else Uri, Nesthäkchen, kennen vielleicht viele hier im Raum aus meiner Generation. Ich bin 62 in Berlin-West geboren. Ich bin damit aufgewachsen und ich habe im Laufe meiner Arbeit eigentlich erst herausgefunden, wer Else Uri wirklich war, weil ich bin aufgewachsen mit den Bänden, die in den 50er Jahren gedruckt wurden, wo es da, wo normalerweise die Seite des Autors, der Autorin gibt, eine Information eben zu den VerfasserInnen eines Werkes, eine leere Vorsatzseite sich befand. Und ich habe dann angefangen, zu Else Uri zu recherchieren. Ich habe ihren Lebensweg versucht nachzurecherchieren. Und Eva, du hast es gesagt, Sichtbarmachung gehört zu meiner Arbeit. Das ist ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit.
und habe genau versucht, das eben auch darüber eben auch zu publizieren. Habe dann auch herausgefunden, dass es viele Menschen gibt, die sich schon mit ihr beschäftigen, und denke, dass das einfach sehr wichtig ist, diese Geschichte zu erzählen, weil viele das heute nicht wissen und gar nicht wissen können. Dazu auch noch ein kurzes Beispiel. Nicht nur der Verlag, der in den 50er Jahren, der Hochverlag, der in den 50er Jahren das Buch oder die Bände gedruckt hat, sondern auch im vergangenen Jahr eine Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, Else Uri, eine Verfilmung, bisschen moderner, vielleicht aus den 80ern, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall auch da fand sich im Abspann kein Hinweis auf Else Uri. Und Else Uri war eine sehr erfolgreiche, sehr assimilierte Berliner jüdische Schriftstellerin, wirklich erfolgreich. Sie hat damit die ganze Familie ernährt, wurde in Auschwitz ermordet, nachdem man sie recht schrittweise entrechtet hatte. Und ich finde, das ist etwas, was tatsächlich auf eine Vorsatzseite gehört. Denn viele, die damit aufwachsen, die diese Bände in den Händen halten oder antiquarisch kaufen, werden davon einfach nichts erfahren. Und deswegen hätte ich mir das ja so sehr gewünscht, eben an Weihnachten, / Chanukka lief das, also das fiel, Moment, dann war es vorletztes Jahr fast zur gleichen Zeit, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und genau das wäre doch auch ein Auftrag gewesen, mal an die Öffentlich-Rechtlichen, da tatsächlich auch mal einen kurzen Abspann zu produzieren zu dem Leben, zu dem Werk und auch zum Sterben bzw. zur Ermordung von Else Uri. Das ist mein Input. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann würde ich Sie bitten, Herr Zimmermann, dass Sie uns Ihre persönliche Bilanz aus dem jüdischen Gedenk- bzw. Feierjahr geben. Na, erstmal habe ich eine eigentlich positivere Bilanz, wenn ich das sagen darf. Also Frau Löhrmann, Herr Lehr, ich finde es toll, dass Sie das hinbekommen haben, in dieser angespannten Zeit, in dieser Pandemiezeit, das zu organisieren, dieses Gedenkjahr hinzubekommen. Ich weiß, dass es auch die Gedanken gab, ob man es nicht ganz absagen sollte, weil man ja also vieles letztendlich nicht machen konnte. Und ich finde, die Entscheidung, es zu machen, ist genau richtig gewesen. Und unter diesen wirklich erschwerten Bedingungen, finde ich, hat es großartig funktioniert. Also auch da bringe ich meinen herzlichen Dank an Sie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Auftakt über das, worüber wir ja reden müssen, wie wir denn Erinnerungskultur weiterentwickeln, weil das ist ja eigentlich die Frage und wie wir es auch so weiterentwickeln, dass auch nachfolgende Generationen etwas damit anfangen können, mit dem, was wir machen. Sie haben eben freundlicherweise die von mir herausgegebene Zeitung genannt, Politik und Kultur, wo wir also diesmal uns mit diesem Thema jüdisches Leben in Deutschland beschäftigen. Und wenn Sie eine Zeitung machen, ist das Schwierigste, die meisten denken immer, das Schwierigste ist, die Texte zu finden. Das ist nicht wahr. Das Schwierigste ist, die Bilder zu finden für die Texte, weil die Texte, das liegt meistens verhältnismäßig klar da, wen man gerne hätte, dass er für einen schreibt. Aber wenn es um die Bebilderung geht, ist das wahnsinnig schwierig. Ich war ganz unglücklich mit den Bildern und habe dann also ein wenig rotzig gesagt, dann gehe ich doch selber mal gucken, ob ich nicht Bilder finde. Und habe hier vor der neuen Synagoge viele Stunden zugebracht, habe vor dem jüdischen Gymnasium, ja nur wenige hundert Meter von hier entfernt, Stunden zugebracht und habe einfach die Gebäude und den Einlass und die Menschen beobachtet. Und wenn Sie das sehen und sehen, welche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind, um jüdische Einrichtungen im Jahr 2022 in Deutschland zu schützen, dann muss man sich einfach schämen. Das muss man einfach sehen. Das ist etwas zutiefst Beschämendes und ich habe versucht, das also auch in den Fotos auszudrücken, dass wir uns dafür schämen müssen. Und wenn es ein Ziel gibt, was man einfach fassen kann, dann ist es, dass so etwas aufhört, ja, dass also jüdische Einrichtungen wie viele andere Einrichtungen in unserem Land genauso besucht werden können, dass keine Polizeipatrouillen auf- und abmarschieren müssen, dass keine Poller angebracht werden müssen, dass keine Gitter angebracht werden müssen. Und wer beim jüdischen Gymnasium war, weiß, dass diese Gitter ungefähr so hoch sind wie die Berliner Mauer damals waren, um also diesen Schutz zu organisieren. So. Das sind die Probleme, die wir mit Erinnerungskultur, wenn man so will, in den Griff bekommen müssen. Und
Ich glaube, wir stehen vor einer, wenn Sie so wollen, ein wenig Zeitenwende. Wir im Kulturbereich sind, ich glaube, das kann ich schon sagen, so verunsichert, wie ich es zumindest in den letzten 25 Jahren nicht erlebt habe, dass wir verunsichert waren und diskutieren vieles durcheinander, miteinander, vermischen es miteinander. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man das tut. Sie erinnern sich an die Diskussion, die wir im Moment um die Dokumente haben und wie antisemitisch die Macherinnen und Macher der Dokumenta sind. Es wurde eben schon einmal von dieser Opferkonkurrenz gesprochen, jüdisch Kolonialismus und wie der Kulturbereich damit umgeht, oder einige von Ihnen werden auch die aktuellen, ich nenne es jetzt mal kleinen Karikaturenstreit mitbekommen haben, ist die Karikatur nun antisemitisch gewesen oder ist sie nicht antisemitisch gewesen. Eines ist für mich klar, wir stehen im Moment vor einer fundamentalen Veränderung der Erinnerungskultur. Und deswegen finde ich es auch so spannend, wenn wir darüber letztendlich reden, weil spätestens der Angriff von Russland auf die Ukraine ja so vieles in Unordnung auch von unserer grundlegenden Vorstellung von Erinnerungskultur gebracht haben, dass wir überlegen müssen, wie wir in der Zukunft erinnern wollen. Ich hoffe, dass wir das nicht überstürzt angehen, sondern dass wir versuchen, wirklich zu reflektieren und genau zu überlegen, wie wollen wir in der Zukunft in einer vernünftigen Art und Weise erinnern. Und vielleicht ist dieser Kreis heute und die Diskussion mit Ihnen ja schon so ein Anfang. Aber was ich glaube, dass wir in eine Ära einer neuen Erinnerungskultur eintreten, ob wir das nun wollen oder ob wir das nicht wollen, das bestimmen einfach die äußeren Bedingungen. Ja, vielen Dank auch für das offene Wort der Verunsicherung. Ich glaube, es ist ein Wort, was ich mir merke jetzt auch für den heutigen Abend oder für das, was uns bevorsteht an Diskussion, und gebe dann das Wort an dich weiter. Also ich mache das jetzt etwas Mischmasch. Wie hat Daria gesagt, eine kritische Stimme. Ich fange aber trotzdem noch einmal mit einer Stimme an, die sagt, wow, was dieses für mich eigentlich ehrlich gesagt trotzdem eher Gedenkjahr. Ich hatte Schwierigkeiten damit zu sagen, Fest, ja, alles feiert und so, obwohl ich weiß, dass eben ganz viel gefeiert wurde, und ich habe mir aufgeschrieben, es war eben ganz viel diese lebensweltliche Bezüge, kochen, essen, feiern, singen, tanzen und so weiter, beten, schreiben, alles mit dabei, und das ist super und das ist super wichtig gewesen. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben gewesen, das ist das Wort, was überall im Raum war, die Vielfalt zu zeigen, und das hat man ja auch versucht. Und ich glaube, was ganz wichtig war, ist auch, es ist sehr stark auch die jüdische Gegenwart gezeigt worden. Und das ist dann doch relativ neu, glaube ich. Das ist so in dieser Art und Weise einfach noch, glaube ich, nicht so passiert. Und in diesem Rahmen, und das ist ungewöhnlicher, als wir denken, wenn ich zum Beispiel die Wissenschaftslandschaft in Deutschland angucke, dann ist jüdische Gegenwart dort kaum vorhanden, die gibt es nicht. Also das heißt, das ist nicht etwas, wo es jetzt Lehrstühle gibt, sondern da sind wir immer noch, ich bin selber Historikerin, aber da sind vor allem Historiker. Du weißt das wahrscheinlich noch besser als ich, Daria, aber sind auch welche aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, aber jüdische Gegenwart, also ziemlich, ziemlich unterrepräsentiert. Und jetzt sage ich zwei Sachen, wo ich denke, okay, da ist noch, es soll ja, wie war das, ein Auftakt, wo ist zum Beispiel noch Raum nach oben? Das eine, wenn es um Erinnerung geht, und das andere vielleicht, wenn es um, schwierig, was ist das, wenn es um Vorsicht geht, wenn es darum geht, was sind Jüdinnen und Juden und wie sind sie Teil der Gesellschaft. Und da ist mir doch so stark aufgefallen, ich habe heute nochmal auf die offizielle Seite der Bundesregierung geguckt und was die schreiben zu dem Gedenkjahr. Die schreiben übrigens Festjahr. Die schreiben nicht die Mitbürger. Das ist schon mal gut. Das hat man allerdings immer noch, und das hat man auch in diesem Jahr immer noch, das ist
das lesen sie immer noch. Und das erstaunt mich eigentlich nach so vielen Jahren. Das ist die eine Geschichte. Aber die schreiben zum Beispiel, die offizielle Seite der Bundesregierung, die schreibt von Menschen jüdischen Glaubens. Sie schreiben nicht Jüdinnen und Juden. Und das habe ich ziemlich oft auch gehört. Und zwar von Menschen, denen ich das gar nicht vorwerfen will. Das ist auch ein gewisses, wir trauen uns das nicht. Und Jüdinnen und Juden ist irgendwie, das ist womöglich ein Wort, was irgendwie darf man nicht und so weiter benutzen und weiß ich nicht. Immer dieses jüdischen Glaubens, was übrigens für viele Jüdinnen und Juden, das glaube ich jetzt mal in Deutschland, die würden das nicht gerne so haben, diese Bezeichnung. Eben. Gar nicht, ja, siehste. Aber das, also da denke ich, da ist noch Raum nach oben. Und ein anderer Raum, und das finde ich tatsächlich auch ziemlich ernsthaft, das ist etwas, was ich nicht zum ersten Mal sogar im Rahmen des Gedenkjahres geäußert habe oder eigentlich an seinem Beginn. Und zwar, ich glaube, es ist immer noch etwas zu stark, dieses Narrativ, die Verdienste, die Leistungen von Jüdinnen und Juden für die deutsche Gesellschaft, vor allem ab dem 19. Jahrhundert, hervorzuheben. Ich sehe, dass das immer noch sehr stark so der Impetus ist. Und ich kann das zum Teil verstehen, dass also jetzt zum Beispiel auch die Bundesregierung schreibt dann in einem Satz, es geht um diese Verdienste von Jüdinnen und Juden für die deutsche Gesellschaft und was sie alles in welchen Bereichen und so weiter geleistet haben. Ich kann das irgendwie verstehen, aber es überstrahlt doch sehr dann alles andere. Und ich bin demgegenüber immer sehr suspekt. Jüdische Geschichte in Deutschland als Geschichte des jüdischen Beitrags zu verschiedenen Bereichen zu sehen, hat eine ganz lange Tradition und vor allem eine ganz lange apologetische Funktion. Das muss man wirklich wissen. Und das beginnt sehr früh und das ging auch nach der Nazi-Zeit tatsächlich so weiter. Und diese Blickrichtung, glaube ich, die fragt sehr wenig nach jüdischen Selbstdefinitionen. Es bleibt mir sehr an der Oberfläche und es stellt in keiner Weise eine Komplexität jüdischer Leben und Lebenswelten dar. Und ich sehe, dass das trotzdem immer noch ganz, ganz stark ist. Ich finde das ziemlich problematisch und denke dann immer daran, und was ist mit denen, deren Leben sich vielleicht nicht so stark unter jetzt den Leistungen für die deutsche Gesellschaft subsumieren lässt. Die sind also vielleicht weniger vorzeigbar. Und was bedeutet das für die Zukunft? Hält die Gesellschaft das dann auch aus oder wie hält sie es mit jenen aus, die, sagen wir mal, keine solchen Leistungen erbringen und die vielleicht so anders sind, dass es schwer erträglich ist? Zum Beispiel jene, die Kaschrut halten und ihre Söhne beschneiden lassen, was ja der deutschen Gesellschaft zum Teil schwerfällt. Wie groß ist da wirklich Toleranz und Laissez-faire? Also ich sagte ein Wow, aber in manchem natürlich, und dafür kann jetzt das Gedenkjahr nichts, und auch nicht, wie es gemacht wurde, in manchem noch viel, ja, also Raum nach oben. So viel erstmal. Herzlichen Dank. Ich greife jetzt als erste Frage in die Runde den ersten Teil des Abends auf. Es wurde auch teilweise schon beantwortet oder schon angeregt, darüber nachzudenken, nämlich wem gehört die Erinnerungskultur? Und das ist natürlich auch die Frage, welche Erinnerungskultur überhaupt? Vielleicht geht es auch um Unterschiede zwischen oder Diskrepanzen zwischen öffentlicher und privater Erinnerung oder eben auch eine Diversifizierung von Erinnerungskulturen. Aber das überlasse ich Ihnen, ich weiß nicht, ich würde jetzt gar nicht gerne aufrufen, sondern mal gucken, ob jemand spontan was sagen möchte oder sich oder ob ich doch sagen soll, Sharon, fang doch bitte an. Oi. Ich wollte vorher noch ganz kurz zu der jetzigen Runde sagen, es hat mir gefallen, wie drei verschiedene jüdische Antworten gegeben wurden von Mischmasch. Zu Frage, zu Kritik und das Oi war jetzt die vierte, bitteschön. Gut, sowieso muss ich immer anfangen, weil ich mit A anfange, also bin ich das schon natürlich gewohnt. Wie war die Frage? Wem gehört die Erinnerungskultur? Wem gehört sie? Welche? Ja, also du hast auch angesprochen, eine Form von privater, also individueller Erinnerungskultur, persönliche Erinnerungskultur und auch die öffentliche, die ja jetzt auch stattgefunden hat, ganz stark eben durch das Festjahr 1700 Jahre. Und es wurde schon gesagt, es wurde jetzt an vielen Stellen und auch im ländlichen Raum, da stimme ich dir zu, jüdisches
Leben, so heißt es ja immer so schön, da hätte ich auch noch mal was dazu zu sagen, aber das vielleicht später, stattgefunden und auch sichtbar gemacht, aber eben auch nicht alles. Also was du auch gerade gesagt hast, Anja, welches jüdische Leben wird denn hier sichtbar gemacht und welches wird gerne gesehen oder vielleicht welches wird auch gar nicht so gerne gesehen? Und was mir jetzt spontan dazu vielleicht als kurze Antwort nur einfällt, das ist nochmal etwas, ein Punkt zu den jüdischen MitbürgerInnen. Ja, ich gendere die Sprache. Das ist mir natürlich auch aufgefallen, wie vielen anderen auch im Übrigen, im Duden. Dazu habe ich einen Beitrag eingesprochen im politischen Feuilleton des Deutschlandfunks Kultur. Genannt habe ich das Ganze der Jude im Duden. Und das kann man sich auch mal anhören oder Frau, das sind glaube ich 5 Minuten. Das ist für mich ein gutes Beispiel auch dafür, wie etwas stattgefunden hat auf Initiative von jüdischen Leuten, die dann gesagt haben, hey, so geht das aber nicht. Wir sind hier keine jüdischen Mitbürger oder Mitbürgerinnen, sondern wir sind Juden. Und das kann man auch eigentlich aussprechen. Das Wort, das ist nämlich kein Schimpfwort. Also die Begründung des Duden war ja, naja, wir können das Wort Jude ja nicht wirklich aussprechen, das ist durch ein S irgendwie kontaminiert und deswegen ist das ganz schwierig und bitte nicht sagen, so ungefähr. Also ich persönlich lasse die Leute ja immer ganz gerne mal zappeln, wenn die sagen, sind sie Und dann warte ich immer so ab, genüsslich und sage dann, nein, bin ich nicht, ich bin Jüdin und es ist kein Schimpfwort. Und ja, ich rate den Menschen dann auch immer, die Probleme damit haben, das wird mir auch oft wirklich gesagt, so unter der Hand, ja, aber ich weiß nicht und darf ich das denn wirklich aussprechen? Und dann rate ich immer dazu, ach, probieren Sie das doch einfach mal vor dem Spiegel, so morgens. Jude, Jüdin, ist kein Schimpfwort, kann ich sagen, weil ich glaube, dass jüdische Leute sich damit bedeutend wohler fühlen, wenn sie als Juden, / Jüdinnen bezeichnet oder auch angesprochen werden, als da so komische Umschreibungen, die dann da plötzlich so nebulös irgendwie auf einen zukommen, weil das ist schwierig, das ist wirklich schwer ertragbar. Im Übrigen spreche ich ja auch nicht von christlichen MitbürgerInnen. Also das nur mal so am Rande, weil Sprache ist wichtig, das ist ja mein Instrument und deswegen liegt mir das so sehr am Herzen. Ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht eine ganz lange Antwort auf eine doch kurze Frage. Ich weiß nicht mal, ob es passend war, aber... Es hat zumindest angeregt. Na, ich würde ja, also ja, ich glaube, erstmal auszusprechen als Nicht-Jude dem Begriff Jude und Jüdin ist gar nicht so einfach. Also ich finde, das sollte man also auch mal, darüber sollte man dann im Bereich der Erinnerungskultur nachdenken und ich glaube, dafür gibt es auch Gründe. Erst einmal glaube ich, Herr Lehrer hat ja schon eine ganze Menge dazu gesagt, also die Erinnerungskultur gehört allen oder niemand. Ja, sie ist entweder kollektiv oder sie ist individuell. Über die Individuelle, glaube ich, werden wir ja heute gar nicht so viel sprechen, weil das muss jeder wahrscheinlich mit sich abmachen. Aber es gibt so etwas wie eine kollektive Erinnerungskultur und die kann ich auch prägen, die kann ich auch beeinflussen, die kann ich gestalten. Ich glaube, das ist ja das, was man letztendlich machen muss. Und wie haben wir die Erinnerung an Juden und Jüdinnen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gestaltet. Ja, wir haben Mahnmale gebaut, ganz große, ist auch nicht sehr weit von hier entfernt. Wir haben die authentischen Orte begehbar, erlebbar gemacht mit all ihrem Schrecken. Ich glaube, was fehlt in der Frage, wie wir erinnern, ist, dass wir versäumt haben, ganz reales jüdisches Leben heute in Deutschland zu zeigen. Also das heißt, auch das, was heute am jüdischen Leben da ist, was an Bedrängung da ist, aber was genauso auch an Freude da ist. Und ich glaube, das ist die Lücke, wenn man so will, zumindest eine Lücke für mich, eine große Lücke der Erinnerungskultur, dass das eben nicht gezeigt wird. Wir haben das in der Initiative Kulturelle Integration zumindest mal mit kleinen Maßnahmen versucht, dagegen zu steuern. Wir haben vor 2 Jahren mal einen Fotowettbewerb
Wettbewerb ausgeschrieben, jüdisches Leben in Deutschland. Und ich war wirklich total überrascht und auch beglückt über die verschiedenen Fotografien, die es da gab. Da gab es ganz traditionelle mit der Tora-Rolle im Arm, aber es gab ganz verrückte in der Badewanne und ich weiß nicht, was war. Also unglaublich toll, wie jüdisches Leben heute in Deutschland von Jüdinnen und Juden, aber auch von Nicht-Juden letztendlich gezeigt wird. So, und jetzt für dieses Jahr haben wir, das läuft noch ein paar Tage, einen Schreibwettbewerb ausgerufen, wo wir auch sagen wollen, schreibt einfach mal über jüdisches Leben heute in Deutschland. Weil ich glaube, wir müssen eben auch die Normalität des jüdischen Lebens deutlich zeigen und das gehört zum kollektiven Erinnerungsbewusstsein dazu und das müssen wir gestalten. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht einfach nur so laufen lassen, sondern wir müssen mit aktiven Taten eben zeigen, wie leben Jüdinnen und Juden heute in Deutschland. Ja, ich habe einen Kommentar zu der Wichtigkeit von den Bildern und die Fotoausstellung, die Sie gemacht haben, war wirklich toll und spannend. Weil zum Beispiel mein 2021 fing damit an, dass ich eines Tages zu Beginn die jüdische des Jahres die jüdische Allgemeine öffnete und ein großes Bild war, russischsprachig jüdische Migration seit 30 Jahren ein Erfolg und das Bild, was da drunter war, war exakt dasselbe Bild, was zu 25 Jahren russischsprachig jüdische Migration verwendet wurde und was mich auch damals schon sehr geärgert hat, weil es ein ja, sehr veranderndes und problematisches Bild von so armen Osteuropäern am Bus war. Und ich habe dann mal geguckt, die jüdische Allgemeine hat leider wirklich sehr wenig Stockfotos von russischsprachig jüdischen Migrantinnen, weil es natürlich auch schwer ist, lebendige Vielfalt darzustellen. Das nur als Fußnote dazu oder Kommentar. Ich finde es eine interessante Formulierung von Erinnerungskultur als Besitz zu denken, weil mir persönlich oder auch Menschen, mit denen ich spreche, begegnet Erinnerung und Geschichte eher als etwas, was mich überwältigt, heimsucht, was ich mir manchmal aus Bruchstücken zusammensuchen muss, aus hilflosen Bruchstücken versuchen muss, zusammenzusuchen. Und was ich auch, wenn ich mit jüngeren russischsprachigen Jüdinnen und Juden spreche, was mir begegnet ist, dass die eine Geschichte häufig in Versatzstücken von, so wie man von den anderen gesehen wird, erzählt wird. Und dass es wirklich schwer ist, die eigene Geschichte in Worte zu fassen, wenn sie nicht in die großen Narrative reinpasst. Weil man in der Familie mit Migrationsgeschichte, das geht nicht nur jüdischen Migrantinnen so, das geht vielen Menschen mit Migrationsgeschichten so, man bekommt die eigene Geschichte nicht auf dem Tellerchen serviert. Die Eltern erzählen bestimmte Sachen nicht, die Großeltern erzählen bestimmte Sachen nicht. Das betrifft sowohl die Geschichte der Shoah als auch Migrationsgeschichten. Man muss sich das erarbeiten, die eigene Geschichte in eigenen Worten zu formulieren. Deshalb verstehe ich auch die Überlegung zu sagen, wem gehört die Geschichte, weil häufig ist die Erfahrung von jüdischen Menschen, aber auch Migrantinnen, dass die eigene Geschichte von anderen Menschen in entweder als Problemgeschichte oder jetzt eben als Erfolgsvorbildgeschichte erzählt wird, ohne dass man selber darin eine Rolle hat. Oder man hat so eine vorgeschriebene Rolle, dass man auf ein Podium kommen soll und so eine bestimmte menschelnde Geschichte erzählen muss, wie die eigenen Eltern in der Sowjetunion gelitten haben und wie hart es dann am Anfang war und wie gut es einem jetzt geht und wie gut man das jüdische Leben entdeckt hat in Deutschland. Das passt überhaupt nicht zu meiner Familiengeschichte und auch nicht zu ganz vielen anderen. Also man wird in so Rollen gedrückt und dann ist es natürlich wichtig, die eigene Geschichte oder in eigenen Worten zu erzählen. Trotzdem frage ich mich, ob diese Besitzmetapher uns weiterführt, weil meine Geschichte gehört mir nicht. Also ich bin da, ich frage mich zum einen, was ich meinen Großeltern oder meiner Familie schuldig bin, was deren Geschichte ist, was meine Geschichte ist, inwiefern ich wenig repräsentiere, wenn ich Geschichten erzähle, was ich vielleicht auch der Generation nach mir schuldig bin, also inwiefern ich jetzt für jüngere russischsprachige Migranten oder Migranten andere Geschichten erzählen
muss, also man ist in so einem Verantwortungsnetzwerk, wo uns dieses, und ich bin als jemand, die, ich habe eine DDR-deutsche Familienseite, stelle ich mir zum Beispiel die Frage, ja, was ist meine Verantwortung für die deutsche Geschichte? Was ist meine Verantwortung als Jüdin aus der ehemaligen, mit einer jüdischen Familiengeschichte aus der ehemaligen Sowjetunion für das jüdische, deutsch-jüdische Leben? Das nehme ich mir zu eigen und das trage ich auch weiter. Dafür trage ich Verantwortung. Ich trage nicht nur für eine, also ich glaube, dieses Besitzdenken führt uns nicht weiter. Und ich wollte einen Gedanken aufnehmen, den Sie, Frau Staatssekretärin, aufgebracht haben mit der Resonanz. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil wir die marginalisierten Erinnerungsgeschichten verstehen wir immer nur, indem wir andere Geschichten hören. Also ich war vorhin in der Ausstellung und habe so ein Zitat gelesen von einer Person aus dem 50er, 60er Jahren West-Berlin, die sich in der jüdischen Gemeinde unwohl gefühlt hat, weil es eine säkulare Person war und dachte, ach lustig, das gab es auch damals. Natürlich gab es auch damals. Wir setzen die Geschichten in Verbindung zueinander und verstehen unsere eigene Geschichte nur, indem wir Resonanzen herstellen, Verbindungen herstellen. Ja, ich habe viel gelernt aus der schwarzfeministischen Geschichte in Deutschland, genauso der schwarzfeministischen Geschichte in den USA. Ich habe viel über die sowjetischen Jüdinnen und Juden gelernt. Und deren Kämpfe in den 60er, 70er Jahren in der Sowjetunion. Also Geschichte ist immer so eine Kommunikation zwischen unterschiedlichen Geschichtsbrocken, die man sich zu eigen macht und versucht daraus was Eigenes zu entwickeln. Und aus diesem Aufblitzen von Resonanz mit einer ganz anderen Geschichte was Neues zu bilden. Ja, vielleicht auch noch der letzte Punkt zu dieser Frage mit, mich hat der Kriegsbeginn im März total wirklich überwältigt und da ist auch nochmal dieser Punkt von, wir nehmen auch das heutige politische Geschehen natürlich durch eine historische Brille wahr. Also ich musste die ganze Zeit an die Emigrationsliteratur, an die deutschen Juden in den 30er Jahren denken, die es nicht wahrhaben wollten, dass was Hitler wirklich macht am Ende. Das hat mir geholfen, um zu verstehen, wie es den Menschen in Russland ging oder in der Ukraine. Die Evakuation der sowjetischen Juden nach Zentralasien, zu dem Alina und ich im Jahr vorher gearbeitet haben, das blitzte total auf, um jetzt zu verstehen, wie die Leute jetzt aus der Ukraine in die andere Richtung evakuiert werden. Also Geschichte überwältigt uns und deshalb ist die Frage, was sind die guten Formen, damit umzugehen, was sind die Kategorien, mit denen wir arbeiten können. Entschuldigung, das war zu lang, aber es war mir ein Anliegen, das mit Ihnen zu teilen. Vielen herzlichen Dank. Es war nicht so lang. Es geht ganz kurz eben, also das eine um Besitz und Aneignung und die andere Diskussion, die jetzt sozusagen unterschwellig geführt wurde, ist, glaube ich, die zwischen, ja, ist es wirklich, wie Sie sagten, nur kollektiv möglich oder ist es eben so, wie du sagst, fast notwendig, dass wir immer auch, so schwer es ist und so leid man es ist, familienbiografisch Subjektives mit einfließen lässt, weil es eben nicht geborgen ist im Kollektiven. Auch, also so, wenn ich das einfach nochmal so als Aspekt, der jetzt hier schon in dem Podium zur Sprache kam, zusammenfassen kann. Aber jetzt würde ich gerne dir noch das Wort geben. Ich will noch mal drauf eingehen. Daria, du sagtest ja, wem gehört, und wir kommen nicht weiter, wenn wir da so in Besitz denken. Und ich glaube, du magst recht haben. Aber die Frage ist, ich glaube, dass ich sehe das heute in der Gesellschaft so, dass diese Frage, wer spricht, ist ja sehr wichtig. Du sagst ja selber auch, es ist wichtig, dass zum Beispiel jetzt in meinem Fall nicht nur über mich oder meine soziale Gruppe oder wen übergesprochen wird, sondern mit mir oder vielleicht auch ich vor allem darüber.
Und ich glaube, das ist, und das sieht man ja jetzt bei ganz, also wir haben vorher gesprochen, migrantische Gesellschaft, viele Teilidentitäten, wenn wir es so nennen wollen. Ich glaube, das wird immer stärker so, dass Menschen sich zu Worte melden und sagen, Augenblick, wir sprechen für unsere soziale Gruppe. Das sehen wir jetzt in ganz vielen Kontexten und dem müssen wir uns stellen, ob wir es jetzt das Beste finden oder nicht. Aber das müssen wir, glaube ich, bei der Erinnerungskultur dann eben wirklich, wirklich einfach stark bedenken. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir können das Problem nicht identitätspolitisch auflösen, weil es gibt ganz viele russischsprachige Jüdinnen und Juden, die auf Podien kommen und genau die Geschichten erzählen, die gehört werden wollen. Es gibt viele Migrantinnen, die das tun. Ich will jetzt niemanden an den Karren fahren und ich glaube daran, dass Kritik die beste Form der Wertschätzung ist. Das ist jetzt auch an die 1700 Jahre gerichtet. Ich glaube, wir müssen über die Konditionen und Strukturen reden. Ich spreche nicht für irgendjemanden, sondern ich setze mich in Beziehung zu einer bestimmten Geschichte. Und wenn wir uns die erinnerungspolitischen Kämpfe, die gerade stattfinden, angucken, dann sehen wir, dass die Überlebenden aus Halle sich solidarisieren mit den Überlebenden aus Hanau. Wir sehen, dass Esther Bejerano die Mölder-Rede im Exil von Ibrahim Aslan aufspricht. Und an der Stelle wird Erinnerungskultur lebendig, wo wir die Resonanzen, die marginalisierten Gruppen schon immer machen, weil sie sie machen müssen, weil sie nicht gehört werden, weil sie auch, wenn wir auch historisch denken, wenn wir uns die schwarzfeministische Bewegung in Berlin, die total klein war, angucken, die sich solidarisierte oder zusammenarbeitete mit der queeren jüdischen Bewegung in den 80er, 90er Jahre um den feministischen Schabbeskreis. Die haben sich gestritten, aber die brauchten einander und bezogen sich aufeinander. Und ich glaube, dass das die Momente sind, die ganz viel stattfinden. Und wenn wir uns an diese Solidaritäten oder Resonanzen auch von marginalisierten Gruppen untereinander, von russischsprachigen Jüdinnen und Juden, die sich verantwortlich zeigen und sprechen und sich erinnern an die Shoah und an die Geschichten der Berliner Jüdinnen und Juden und neue Verbindungen herstellen, aber auch andere, da umgehen wir dieses erinnerungsidentitätspolitische, diese Sackgasse, in die man da reinfährt. Also ich würde behaupten, dass das wäre ein schöner Weg. Ich glaube, dass es jetzt in einer breiteren Gesellschaft, auch jetzt bei dann marginalisierten Gruppen, noch nicht unbedingt ganz so weit ist. Aber ja, also ich meine, du repräsentierst ja da auch in der Wissenschaft quasi die Avantgarde und die kann das dahin ziehen vielleicht, sagen wir mal. Ich glaube tatsächlich, dass man trotzdem einfach drauf gucken muss, auch wo stehen Leute und sie dann vielleicht ja quasi mitnehmen muss. Das könnte sein. Herr Zimmermann, Sie wollten sich auch noch. Mir wäre wichtig, also erstmal finde ich es spannend, wenn man über diese Fragen noch mehr streiten würde, als wir das bisher tun. Ich glaube, das ist einfach viel zu wichtig, als dass wir nicht darüber streiten. Und ich glaube, dass die Fragen der Erinnerungskultur ja nicht nur irgendwas Schönes ist, wie wir eine Beziehung zur Vergangenheit haben und die dann auf das Heute bringt, sondern die Erinnerungskultur ist letztendlich der Auslöser von aktiver Politik, letztendlich von dem, was man macht. Ich erinnere mich gerade vor ungefähr 3 Wochen her, auch bei einer Podiumsdiskussion, ähnlich wie der hier, auf einmal jemand aus dem Publikum zu mir hochrief, haben Sie denn überhaupt gedient? Sie können Gift drauf nehmen, ich bin jetzt 61 Jahre. Also bestimmt seit 40 Jahren hat mich das kein Mensch mehr gefragt. Also irgendwie, das war überhaupt kein Thema gewesen. Ich habe gesagt, ich habe gedient, ich habe 20 Monate Zivildienst geleistet. Aber ich glaube, dass diese Frage einen erinnerungspolitischen Wandel zeigt, den wir im Moment haben. Wir haben in Deutschland, glaube ich, schwer an unserer Erinnerungspolitik, wenn man so will, gearbeitet, dass wir nämlich zum Beispiel gesagt haben, nie wieder Krieg. Dass wir gesagt haben, das darf nie wieder passieren, auch die Judenverfolgung, die Judenvernichtung, das darf nie wieder passieren. Der Holocaust ist ein No-Go, das ist ein erinnerungspolitischer Entwicklungsschub gewesen.
Und ich glaube, dass der ganz wichtig gewesen ist. Und damit hängt eben auch zusammen, wie wir uns als Land gesehen haben. Und im Moment sind wir dabei, uns als Land neu sehen zu müssen, weil die Bedingungen sich geändert haben. Ich will das gar nicht bewerten, aber wir müssen uns als Land neu sehen. Wir bekommen neue Aufgaben zugeordnet. Und ich finde, wir müssen es schaffen, erinnerungspolitisch, dabei nicht diese zentralen Lehren, die wir aus der Geschichte gezogen haben, einfach irgendwann hinter uns zu werfen. Und diese Gefahr, die sehe ich schon. Ich würde gerne noch mal vielen Dank, etwas sagen zu dem Begriff Besitz. Es ging hier um den Begriff Besitz und wie erinnern wir, wem gehört und so weiter. Aber ich möchte diesen Begriff Besitz jetzt noch mal in einem anderen Kontext vielleicht thematisieren. Und zwar haben wir in diesem Jahr, also 2022, das 70-jährige den 70-jährigen Jahrestag, Jubiläum will ich auf gar keinen Fall sagen, des Luxemburger Abkommens. Das ist vielleicht einigen ein Begriff, vielen vielleicht aber nicht. Aber mir ist es wichtig, in dem Kontext auch als ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der Stiftung Zurückgeben, Stiftung zur Förderung jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft, darauf hinzuweisen, auf den jüdischen Besitz, auf den ehemals jüdischen Besitz. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Hier im Publikum sitzt übrigens auch Margaret Markus, die überhaupt den Begriff Stiftung Zurückgeben geprägt hat, nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass das Zurückgeben ja auch bedeutet, kontaminiertes Geld. Und wenn wir darüber sprechen, welcher Besitz den Juden und Jüdinnen genommen wurde, dann hat für mich der Begriff Besitz, Inbesitznahme, besitzen, noch heute besitzen, zurückgeben, vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Kontext. Und darüber möchte ich auch gerne sprechen, weil das den wenigsten eigentlich bewusst ist. Und ich möchte bitte, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weggehen von der Debatte, erstens etwas, was das Bild des reichen Juden, weniger das Bild der reichen Jüdin befeuert, aus bestimmten Gründen, wie wir alle wissen, sondern den Blick vielleicht auch mal darauf richten, was für ein Besitz war das eigentlich? Waren das nur Kunstwerke oder was war das noch? Waren das Bücher, Porzellan, Stofftiere, Wohnungen, Geschäfte, kleine Läden, Gemüseläden oder waren das alles reiche Leute? Und wo befindet sich dieser Besitz eigentlich heute noch? Also ich persönlich habe eine Liste von ungefähr 40 DIN A4 Seiten von Menschen, die mir schreiben, ich habe ein Porzellanservice und ich weiß, dass meine Urgroßeltern das bekommen haben oder es hat uns jetzt eine Dame gebeten, die Provenienz, also den ehemaligen Besitz zu erforschen, einer Kette mit einem Brillantanhänger. Wie ist das eigentlich möglich? Wie gehe ich da eigentlich vor? Werde ich da jemals erfolgreich sein, in dieser Sache, das jetzt zurückgeben zu können? Weil das war nämlich der Auftrag der Dame. Leider werden wir nicht öffentlich gefördert, von der Dame auch nicht. Aber mir ist es ein Anliegen, darüber auch zu sprechen, wenn wir über Besitz sprechen. Das ist auch Erinnerung. Das sind Erinnerungsstücke. Das sind Erinnerungsstücke, die vielleicht keinen hohen monetären Wert haben, aber einen hohen emotionalen. Danke. Vielen Dank für diese jetzt schon sehr unterschiedlichen Perspektive. Blick auf die Uhr, Blick auf meine vielen Fragen, die ich eigentlich noch stellen wollte. Ich fasse eine kurz zusammen und bitte quasi alle hier auf dem Podium ein ganz kurzes Statement dazu zu geben und würde dann öffnen. Und zwar, wir haben uns ja im Vorfeld in der Besprechung auch darauf geeinigt, dass wir auch gerne über die Zukunft der Erinnerungskultur und Politik, also wie geht sie weiter, sprechen wollten, und mir persönlich war es ja auch ein Anliegen, etwas zu hören über Ihre persönlich gelebte Erinnerungspolitik in Ihrer je eigenen Arbeit. Sie haben es ja schon gemerkt, dass hier vier Menschen sitzen, die ganz unterschiedliche Arbeitsfelder haben. Also möchte ich Sie bitten, diese beiden Aspekte zusammenzufügen und quasi in ein, zwei Sätzen, eine ganz einfache Aufgabe, die Zukunft der Erinnerungskultur und Politik anzureißen, auch in Bezug auf Ihr eigenes Arbeiten oder Ihre eigenen Tätigkeitsfelder, wie Sie sich da
in ihrer Expertise einbringen möchten und können, wo sie sich da sehen. Möchten Sie anfangen, Herr Zimmermann? Ich kann anfangen, ja. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, dass die Erinnerungskultur in Deutschland vor einer Zäsur steht, dass wir also letztendlich viele dieser Diskussionen, die wir in den letzten Jahrzehnten geführt haben und die, finde ich, auch nicht so unerfolgreich waren, weil sie dieses Land auch zivilisiert haben, dass wir diese Diskussion jetzt neu führen müssen und neu führen werden. Das ist aber das ist immer ein Risiko, aber es ist in erster Linie, finde ich, eine große Chance. Und ich würde das als eine große Chance sehen. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch sehen, dass dieses Gedenkjahr ist für mich gar nicht zu Ende, ja, oder geht gar nicht zu Ende, sondern das ist der Auftakt für eine dauerhafte Beschäftigung mit dem jüdischen Leben heute in Deutschland. Und ich finde, darüber muss man sich Gedanken machen, wie man das erinnerungspolitisch letztendlich einpackt und die notwendigen Mittel dafür zu generieren. Aber ich glaube, dass das möglich ist und deswegen glaube ich, dass es eine gemeinsame Anstrengung auch wert ist. Danke. Ich hänge noch an einer Sache, die Sie gesagt haben, Herr Zimmermann, dass wir unsere Geschichte aufgearbeitet haben und da sehr erfolgreich waren. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das auch noch mal zu historisieren. Das gehört für mich zu einer Erinnerungskultur dazu, weil ich habe lange in Frankfurt am Main gelebt, in der Ende der 80er Jahre die Besetzung des ehemaligen jüdischen Ghettos an der Stelle, wo heute das Museum Judengass ist, für die zweite Generation der Kinder der Shoah-Überlebenden so der wichtige Politisierungsmoment war. Das fand in Frankfurt, also es gab einfach diese ganz vielen Kämpfe, die dort stattgefunden haben. Für mich ist das immer so ein Sinnbild dafür zu verstehen, wie diese Diskurse in den 80er Jahren in der Bundesrepublik gelaufen sind. Also dass man einfach nicht wusste, dass an der Stelle der Tankstelle früher die Judengas gestanden hat. Also wie enorm diese historische Amnesie war, wie hart die Kämpfe von Einzelpersonen, von kleinen Initiativen, von jüdischen Menschen, aber auch anderen Migranten, mit denen die zusammengearbeitet haben, war, um diese Erinnerungskultur, die jetzt, sagen wir mal, seit den 2000er Jahren Staatsdoktrin ist, zu erkämpfen. Und mir liegt wirklich sehr viel daran, auch mit den Studierenden an die Arbeit, die diese Menschen gemacht haben, zu erinnern. Und natürlich freue ich mich enorm, dass die Erinnerung an die Shoah und die Auseinandersetzung damit viel besser etabliert ist und dass es so eine starke Auseinandersetzung gibt, weil das kräftezehrend war, weil daran Biografien gescheitert sind, weil das einfach, ja, einfach ein, es ist wichtig, dass das institutionalisiert, nachhaltig, gut finanziert, mit nachhaltigen Stellen stattfindet. Und da bin ich einfach super dankbar und froh darüber und auch froh darüber, dass mit der 1700 Jahre Festveranstaltungsreihe so viel da gemacht wurde. Gleichzeitig hat es natürlich auch ein Umkippen. Und ich glaube, wir sind erinnerungspolitisch wirklich an einer neuen Stelle. Wir haben sozusagen diese Institutionalisierung der Erinnerung an die Shoah und an den Nationalsozialismus manchmal positiv, oft auch ritualisiert, oft vereinnahmt, oft entstehen dadurch neue Dichotomien zwischen Migrantinnen und Jüdinnen. Also für mich ist es absurd, dass Jüdinnen und Juden erleben Antisemitismus und auch Rassismus und Sexismus. Wir müssen das zusammendenken. Und wir können auch, wenn wir, jetzt komme ich auf deine Frage, wie ich in meiner eigenen Arbeit mit meinen Studierenden und in der Forschung versuche, erinnerungspolitisch zu arbeiten. Da geht es mir vor allem darum, beim Schreiben der Texte, beim Auswahl der Themen, die ich mit Studierenden erarbeite, Geschichten anders zu erzählen und aufmerksam darauf zu machen, wie Geschichten erzählt werden, wo so feste Stereotype oder Narrative sind, und da anhand von Objekten, deshalb ist Museumsarbeit so wichtig, deshalb, weil wir anhand von Objekten und anhand von einzelnen Biografien, die nie hineinpassen in diese Raster, die wir haben, bei denen die Kategorien, mit denen wir an die Dinge herangehen, Juden, Russen, Deutsche, die passen nie. Wir müssen uns das immer am Gegenstand nochmal neu erarbeiten und da entsteht lebendige Erinnerungskultur. Das ist jetzt in meiner praktischen Arbeit. Und
theoretisch, intellektuell geht es schon darum zu gucken, wo fangen wir an, dieselben Geschichten zu erzählen, wo haben wir Feindbilder, die gar nicht unbedingt stimmen, also wo müssen wir das Verwobene zusammendenken. In der Konferenz, bei der wir uns mit der Evakuation von Jüdinnen und Juden aus der Ukraine nach dem Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion beschäftigten, flohen und überlebten die meisten der sowjetischen Jüdinnen und Juden in Zentralasien. Da waren 15 Millionen Menschen, die dorthin evakuiert wurden oder geflohen sind. Das ist Teil einer deutschen jüdischen Geschichte, von der wir fast nichts wissen. Wenn wir uns die Frage von Antisemitismus und Geschichte des Holocaust und des Überlebens des Holocausts angucken, kommt an der Stelle zum Beispiel auch die Geschichte des Kolonialismus mit rein. Da müssen wir gar nicht Kolonialismus versus Geschichte des Holocaust denken, sondern wir können die Shoah und den Holocaust ohnehin nicht in nationalen Kategorien denken. Wir müssen unsere Kategorien öffnen und das auch in den Institutionen tun. Und ja, die Aufgabe von Aktivistinnen oder Wissenschaftlerinnen ist darauf hinzuweisen, wo Vereinnahmungen stattfinden und falsche Feindbilder entstehen, zum Beispiel zwischen hier Kolonialgeschichte und hier Geschichte der Shoah oder hier Migrantinnen, hier Jüdinnen. Also ja, Geschichten anders erzählen und Kategorien hinterfragen. Ja, herzlichen Dank, Daria. Du hast viele andere Fragen auch mit in deine Antwort gepackt. Also die eine Frage war natürlich auch, erinnern in einer zunehmend pluralen und diversen Gesellschaft. Du hast es in deinen verschiedenen Beiträgen immer wieder gesagt, beispielsweise schwarz, feministisch, queer oder eben koloniale Geschichte, Antisemitismus, / Rassismus, / Kolonialgeschichte, das sind riesige Themen, die wahrscheinlich jede für sich nochmal einen Abend brauchen könnten. Aber ich bin trotzdem froh, dass es hier einfach in dem Raum jetzt mal hängt und steht oder liegt oder schwebt, sodass wir das mitnehmen als Teil dieser ganz komplexen Zäsurwende, die eben solche Fragen mit hineinträgt. Ja, bitte. Ja, also Zukunft der Erinnerungskultur und mehr Kontroverse hat Herr Zimmermann gewünscht. Mal gucken. Also zunächst mal glaube ich, dass wir als Museum da einen schweren Job haben bei all dem, was du jetzt erwähnt hast. Ich glaube, dass das dann in gewissen Institutionen dann gut funktioniert und wir als Museum müssen das und wir müssen auf ein breites Publikum sehen. Darauf verzichte ich eigentlich nicht. Also ich zumindest möchte kein Museum sein der Hochkultur und wo auch sich nur zurechtfindet ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und das ist eigentlich der schwere Job, den wir natürlich haben, weil wir quasi eine Art von eine Transmission, eine Transferleistung vollbringen müssen. Und da wird es dann natürlich schwierig, auch heute schon. Ich glaube zum Beispiel diese Ausstellung, Eva, die wir gemacht haben, die ist leider für manche wahrscheinlich dann, also ich habe unsere Bildungsvermittlungsfrau gefragt, die sagt, naja, also Schüler, also und so, also da fängt schon mal an, gell. Und manches wird dann noch sehr viel schwieriger, aber jetzt nochmal, also Zukunft der Erinnerung, ich sehe da mögliche große Spaltungen voraus, denen wir uns einfach bewusst sein müssen, die natürlich mit den gesellschaftlichen Spaltungen zu tun haben. Und da komme ich nochmal darauf zurück, was ich in meiner Einführung so ein bisschen sagte. Wir müssen natürlich auch auf den Teil der Gesellschaft gucken, für den das ganz stark eine Rolle spielt, jetzt das, was ich so gesagt hatte, so einfach plakativ, Opa war kein Nazi. Und die, für die das sehr wichtig ist und die sich eben dann wiederfinden möchten in dem Widerstandsnarrativ der Familie oder so, wo man weiß eben, das ist was jetzt heute viele in der deutschen Bevölkerung dann im Verhältnis hochheben und eben sehr ungern darauf gucken, irgendwie auch womöglich die eigene Tätergeschichte. Und ich muss dazu sagen, völlig verständlich übrigens, natürlich ist das logisch, aber das heißt, das und dann natürlich die größeren sogar Abwehrmechanismen, die Leugnungen und die wirklich hardcore
Antisemiten, die können wir jetzt mal ausschließen, sagen wir auch in unserer Museumsarbeit. Das gibt manches, was man da nicht ändern kann. Aber andere natürlich, und irgendwie, da sind wir, die wollen wir mit einbeziehen, die müssen wir mitsehen. Und ich sehe durchaus, und ich glaube auch, dass du recht hast, bei Zukunft der Erinnerungskulturen, also die Tatsache, dass wir in einer sehr immer diverseren, immer pluralistischeren, immer migrantischeren Gesellschaft leben, hat für die Erinnerungskultur Auswirkungen. Und ich hoffe auch sehr, dass sich Dinge irgendwie nicht miteinander ausspielen werden. Also das heißt jetzt, dass wer eine migrantische Geschichte hat und da ein gewisses Narrativ, dass es nicht darum gehen wird, sozusagen jetzt irgendwie eine Konkurrenz hier. Ich hoffe sehr, dass das nicht in diese Richtung sich entwickelt. Ich glaube, dass wir Empathie haben sollten, die sind wir als Menschen schuldig. Und da ist es tatsächlich so, dass wir uns viele Geschichten anhören sollen und einfach anerkennen sollen. Das ist zuerst mal, glaube ich, der Hauptschlüssel dann. Und dass es hoffentlich nicht irgendwie um Konkurrenzen gehen wird. Aber es gibt viele Spaltungen, und dazu gehört auch sowas, wir sprechen gar nicht darüber. Es gibt auch ein ganz großes Feld von eher so Banalisierung oder Kommerzialisierung von Erinnerung. Also Stichwort irgendwie die Selfies vom Holocaust-Mahnmal oder was so alles ist. Es gibt eine große Chance, aber auch eine Schwierigkeit bei manchen digitalen Formaten, die immer größer werden, jetzt, wenn wir an die Zukunft der Erinnerungskultur denken. Das gehört auch nochmal so mit zum größeren Bild. Ja. Ja, vielen Dank auch für den wichtigen Aspekt der Publikumsrelevanz von Erinnerungspolitik oder der Rezeption, oder dass das eben, also vorher fiel der Begriff Resonanzraum oder Allianz, aber abgesehen davon, also ob du jetzt über Studierende oder du über museumsdidaktische Fragen, das gehört natürlich alles mit hinzu. Ich selber habe die Ausstellung insbesondere mit amerikanischen Gästen jeweils gesehen. Ja, sie wird durchaus auch als intellektuell verstanden, obwohl wir das so, glaube ich, ursprünglich gar nicht gedacht und gemeint haben. Ich übersetze das intellektuell dann eher in komplex, wissend, dass vielleicht, wer mitten hier in Berlin ist, mit eben einer DDR- und einer BRD-Geschichte, mit verschiedenen Migrationsströmungen, mit auch arabisch sprechenden Israelis hier, ich könnte die Differenzierungen noch sehr viel weiter auftun. Das ist eine komplexe Geschichte, die wir komplex versucht haben, in dieser Ausstellung zu zeigen. Und ich merke das dann insbesondere eben vor amerikanischen BesucherInnen, wie viel Vermittlung das noch zusätzlich braucht. Aber das ja noch so als Ergänzung. Möchtest du noch gerne, oder wir würden gerne auch von dir nochmal aus deinen Bereichen hören, Zukunft des Erinnerns, aber auch wie du in deinen Arbeitsfeldern und in deiner Rolle dich da als Feministin, als Kulturschaffende, als Journalistin, als Fotografin, such es dir aus. Ich suche mir jetzt was aus. Danke. Für mich ist Erinnern auch ein öffentliches Erinnern, vor allen Dingen das Sichtbarmachen des Unsichtbaren. Und wenn wir jetzt über die Zukunft des Erinnerns sprechen, dann sehe ich auch immer die Menschen mit einbezogen. Und wir wissen, das ist diese Zeit, in der wir leben, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wirklich selber heute erzählen können aus der ersten Generation, die sind nicht mehr lange unter uns. Also die meisten sind schon gestorben. Es gibt eine, Margot Friedländer, die hat letzte Woche hier in Berlin die Ehrendoktorwürde bekommen der Freien Universität Berlin und hat sich wahnsinnig darüber gefreut. Diese Frau ist 100 und geht immer noch in Schulen, Veranstaltungen, erzählt ihre Geschichte, und die erzählt die wem? Den jungen Leuten. Und das ist mir hier ganz wichtig zu sagen, dass viele junge Leute, egal, und das ist vielleicht jetzt auch so ein kleiner Kritikpunkt oder ja vielleicht auch nochmal ein Anreiz, um in die Zukunft zu denken, viele junge Leute wissen tatsächlich nicht, ein Großteil, wofür Auschwitz eigentlich steht, was das bedeutet hat. Und viele junge Leute kennen auch keine Jüdinnen und Juden persönlich.
Also das ist etwas tatsächlich, was mir nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist. Anderer Aspekt, aber den will ich jetzt nicht ausbreiten, weil das ist abendfüllend, auch Antisemitismus oder Klischeebilder von Jüdinnen und Juden in Schulbüchern im Übrigen. Nicht nur der 50er Jahre, sondern tatsächlich auch heute. Also was macht das eigentlich mit jungen Menschen, wenn die Bilder sehen von Juden, die, ich sag mal, doch etwas antiquiert rüberkommen? Ne, Schwarz-Weiß, 50er Jahre oder Städtel. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, um jüdisches Leben, wie es immer so schön heißt, tatsächlich auch zu verstehen. Um auch vielleicht Interesse zu bekommen, jüdische Leute kennenzulernen in ihrem Alter. Und also was das für meine Arbeit bedeutet, kann ich auch kurz skizzieren. Ich mache ja öfter mal so Projekte wie Writing Girls, wo ich Frauen eingeladen habe, viele eben aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und Ukraine, zu recherchieren nach Frauenbiografien hier in Berlin. Und zwar zu Frauenbiografien oder zu Frauengeschichten, diese sichtbar zu machen, diese aufzuspüren, wirklich physisch in der Stadt auch in Archiven natürlich, die sich so vielleicht jetzt eben nicht in jeder Enzyklopädie finden. Und die eben auch dann diese Frauen, über die dann geschrieben wurde, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich finde es trotzdem eigentlich schön, dem Vergessen entreißen. Das ist mir wichtig, also diese Sichtbarmachung, da schlage ich jetzt wieder zu dem Bogen zu deiner Vorstellung vorhin. Ja, vielen Dank. Vielen Dank in die Runde. Und es gibt ein Saalmikrofon und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage. Bitte. Ja, mich treibt als verantwortungsbeladener und auch verantwortungsbewusster deutscher nicht-jüdischen Glaubens längere Zeit ein Problem um. Das ist heute angesprochen worden auf dem Podium und lässt mich an sich ratlos zurück. Ich kann die Kritik nicht verstehen an der Begriffsfindung der Bundesregierung, dass von Mitmenschen jüdischen Glaubens gesprochen werden. Ich kann nicht nachvollziehen und verstehen, es lässt mich ratlos, dass die jüdischen Menschen möchten, dass sie als Juden angesprochen werden. Ich sehe vor mir die Bilder, kauft nicht bei Juden oder vorm Schwimmbad, betreten für Juden verboten. Und wenn ich jetzt im allgemeinen aktuellen politischen, gesellschaftspolitischen Diskurs, ob es um Hartz IV geht oder um Arbeitslosigkeit, wenn da von die Juden die Rede ist, sehe ich das immer wieder, als ob ein Geist der Judenstern angeklebt wird. Empfinde ich so. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass eben die jüdischen Menschen wollen, dass sie als Juden bezeichnet werden. In diesem gesamtgesellschaftlichen Diskurs, wenn es eben um allgemeine Sachen geht, reden wir ja auch nicht. Die Katholiken sagen das oder die Evangelischen sagen das. Aber die Juden sagen das. Bitte ich noch mal eine Positionierung und eine Erklärung, damit ich das verstehen kann und meine Ratlosigkeit vielleicht aufgelöst wird, warum die jüdischen Menschen möchten, dass sie hier explizit in Deutschland mit der Vergangenheit, die ich angesprochen habe, als Juden bezeichnet werden. Sharon, möchtest du? Du hast ja diesen Aspekt aufgebracht. Ja, also vielen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, das Problem liegt tatsächlich darin, dass es für uns Jüdinnen und Juden, da spreche ich jetzt aber tatsächlich auch für mich persönlich und nehme die anderen mit, beziehe die anderen mit ein, für uns kein Problem ist, als Jüdin oder Juden angesprochen zu werden. Das Problem liegt eher darin, nicht als Jüdin oder als Jude bezeichnet zu werden, sondern an diesem, ich nenne das jetzt mal vielleicht so ein offenes Unbehagen, das Wort Jude auszusprechen, denn so wie Sie es gerade gesagt haben, kauf nicht beim Juden, für Juden baden verboten, betreten verboten für Juden, das ist ja tatsächlich NS-Sprache, NS-Sprachgebrauch. Und wir aber heute
ja, also für heute spreche ich jetzt, für das Jahr 2022 oder sagen wir mal so, nach 1945 haben jüdische Leute sich genau auch diesen Begriff, ich sehe daran nichts Verwerfliches, tatsächlich zurückerobern müssen. Also das wieder irgendwo zu etwas zu machen, ja, zu etwas, zu einem Begriff zu machen, der, ich sag mal, A, gefahrlos und schmerzfrei benutzt werden kann. Darf ich kurz darauf antworten vielleicht? Ja, weil ich es vielleicht etwas konkreter sagen würde. Jude ist für uns Juden kein Schimpfwort. Ja. Die Nazis haben es zum Schimpfwort gemacht, aber es ist unsere Identität. Und Deutsche ist in Amerika ein Schimpfwort oder in England. Trotzdem bezeichnen sich die Deutschen als Deutschen, als Deutsche und sehen es nicht als Schimpfwort. Also was ein Schimpfwort ist, ergibt sich auch immer aus der Ansicht des Betrachters oder in diesem Sinne des Aussprechers. Und wenn natürlich bei Ihnen, also ich möchte Sie jetzt persönlich nicht angreifen, aber ich sag mal jetzt, wenn bei denen Deutschen, die Jude nur schwer über die Lippen bekommen, weil es für sie ein behafteter Begriff ist, ist die Frage, womit ist er behaftet? Dadurch, dass es arme Menschen sind, die verfolgt wurden, oder dass es diese Ungeziefer waren, die die Nazis ja ausrotten wollten und es vielleicht doch nicht geschafft haben, ja? Und dass jetzt irgendwie so ein Tabu darüber ist, über die zu sprechen. Also für uns ist Juden einfach kein Schimpfwort, genauso wie für sie Deutsche kein Schimpfwort ist. Und ich glaube, also das ist so recht einfach erklärt. Und ich hoffe, dass ich Ihnen den Mut geben kann, einfach Juden zu sagen, weil wir fühlen uns gut als Juden, oder ich jedenfalls. Ja, ich gut, wir haben alle unsere Neurosen, ja, aber... Ich versuche es Ihnen zu beantworten mit einer historischen Zeitschrift, die im Jahr 1916 gegründet wurde von Martin Buber. Und die hatte einen sehr programmatischen Titel und der war genau so gewählt. Martin Buber war bekennender Zionist, es war eine Zeitschrift von Zionisten. Und die Zeitschrift hieß Der Jude. Und das war genau so damit gedacht. Das ist unsere selbstbewusste Identität 1916. Drum heißt die so. Es gab noch einige weitere Wortmeldungen. Ich kann es mir trotzdem nicht ganz verkneifen. Noch eine kleine Ergänzung, dass natürlich Judentum nicht nur Religion ist. Das ist für viele ganz klar. Aber das ist das zweite Problem an diesem Menschen jüdischen Glaubens, dass es eben auch Kultur ist, Identität, Familie, Geschichte, Trauma, was immer. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber nicht unbedingt Religion. Deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal, du wolltest auch noch ganz kurz. Zu dem, was du gerade sagst, es geht im Judentum auch nicht nur um Glauben. Also die Idee des Glaubens ist einfach eine sehr christliche Idee. Judentum ist Praxis und dann Tora lesen und ganz viele andere Sachen. Aber diese Glaubensvorstellung christianisiert die jüdische Religion. Deshalb ist es ein bisschen schwierig. Vielen Dank. Es gab drei Wortmeldungen. Ich würde die jetzt tatsächlich mit Blick auf die Uhr sammeln. Das waren Sie und dann Alina und dann der Herr. Dass Sie, und hinten ist noch eine vierte dazugekommen. Dass wir einfach uns diese Fragen merken und ihr überlegt euch auf dem Panel, zu welcher Frage ihr dann eventuell gerne antworten möchtet. Und dann müssen wir dann wahrscheinlich irgendwann zum Schluss kommen. Bitte. Ich wollte auch nicht nur fragen, sondern mir erlauben, die Fäden vielleicht nochmal zu nehmen, weil ich die Diskussion ganz wichtig finde. Möchten Sie vielleicht ganz kurz Sylvia sagen, Lörmann, wer Sie sind? Oder? Ich bin die Generalsekretärin des Vereins und lange Jahre mit Erinnerungsarbeit, würde ich eigentlich immer lieber sagen, als Kultur beschäftigt, als Schülerin, als Lehrerin und auch als Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und wir haben damals die Empfehlung genannt, die erste von dreien, Erinnern für die Zukunft.
Das stand da schon drin. Und vieles, was in dieser Erklärung steht, ich lese sie immer mal wieder neu, finde ich immer noch richtig. Und ich glaube, oder ich, auch in Ihrem Diskurs war spürbar, dass es offensichtlich ein Verständnis gab, das Sie alle nicht teilen und wahrscheinlich die meisten hier auch nicht, dass man das mal macht mit der Erinnerungskultur oder Arbeit und dann kann man ein Häkchen dran machen und dann ist es fertig. Das ist es nämlich nicht, weil jede Generation es sich wieder erarbeiten muss, den Umgang damit. Und die Dinge verändern sich und leider, leider, leider ist das kein gleichförmiger Prozess. Das haben Sie, Frau Siegemund, angesprochen. Weil jeder Mensch, der in Ihre Ausstellung kommt, kommt da mit einem anderen Vorwissen hin, kommt da mit einer anderen emotionalen Verfasstheit hin, mit einem anderen Narrativ, wie wir heute sagen. Und deswegen kann es auch keine Etappe geben. Deswegen stimmt auch aus meiner Sicht der Begriff Zäsur nicht. Es gibt keine Stunde Null in der Geschichte. Die hat es nach 1945 nicht gegeben. Manche wollten sie, andere haben gesagt, nein, wie Heinrich Böll zum Beispiel, wir müssen erst mal aufarbeiten. Und manche wollten Schlussstriche ziehen. Das will ich auch noch mal erinnern. Sie haben an die Kämpfe in Frankfurt erinnert. Es gab Teile der Staatsräson, die wollten einen Schlussstrich ziehen. Es wäre genug erinnert worden. Da sind wir Gott sei Dank weiter. Und ich wünsche mir ja, dass wir insgesamt als Gesellschaft weiterkommen. Da muss ich 80 Millionen in den Blick nehmen, wenn ich einen inklusiven Gedanken von Gesellschaftsentwicklung auch habe. Ich will mich nicht abfinden mit Bodensätzen oder sowas. Ja, und deswegen glaube ich, es kommt darauf an, von einer Weiterentwicklung zu sprechen und die betrifft unterschiedliche Gruppen unterschiedlich, aber auch innerhalb der Gruppen ist sie eben unterschiedlich. Und da gibt es manchmal mehr Nähe zwischen Jüdinnen und Nicht-Jüdinnen als zwischen Deutschen und anderen Jüdinnen oder nicht-jüdischen Deutschen und jüdischen Deutschen. Und wie belastet manche Begriffe auch in der jüdischen Tradition sind, wissen wir, wenn wir an frühere Präsidenten des Zentralrats denken. Also insofern brauchen wir viel mehr Vorsicht und Umsicht. Das ist das eine, was ich zur Erinnerungskultur oder Arbeit nochmal sagen wollte. Und das andere, das Fest ja, ich würde heute, Herr Lehrer, im Nachhinein sind sogar wir und alle dumm, schlauer, ich würde von einem Entdeckungsjahr sprechen, weil es gab so viel zu entdecken. Lernjahr wäre auch gut, aber dann wären viele nicht gekommen, weil so kollektives Lernen will die Gesellschaft auch nicht, egal wie Mensch beheimatet ist. Aber dass Leute neugierig geworden sind und was rausgefunden haben und denken, oh, da möchte ich weiterentdecken. Deswegen geht es jetzt nicht um eine Fortsetzung, das Innenministerium sei beruhigt, die Fortsetzung dieses Festjahres. Aber zu überlegen, was war denn gut und was wollen wir denn in Regelstrukturen überführen. Und es ist ja nicht so, dass der Verein gesagt hat, so wir machen jetzt das Festjahr, sondern wir haben eine Plattform gebildet und die Gesellschaft hat mitgemacht mit 2300 Veranstaltungen. Und das ist, ob die gut oder schlecht oder wie auch immer waren, das ist erstmal ein Zeichen, dass offensichtlich der Wunsch des Vereins, eine erweiterte Perspektive zu eröffnen, dass der zumindest aufgegangen ist. Weil der Dr. Spende aus Bayern hat gesagt, bei uns hieß es so, ja, da jeder Kegelclub denkt, da läuft irgendwas mit 1700 Jahren, da müssen wir auch was machen. Also die Leute hatten das Gefühl, sie müssen irgendwie mitmachen. Und diesen Impuls jetzt an den jeweils unterschiedlichen Stellen, an denen die Menschen jetzt sind, den individualisiert und trotzdem in kollektiver Verantwortung weiterzuentwickeln. Darauf kommt es aus meiner Sicht jetzt an, weil wir eben nie fertig sind. Der Katholikentag kann man darüber denken und fühlen, wie Mensch will. Ich fand positiv und beeindruckend, dass Herr Betzing gesagt hat in seinem Schlusswort und zum Thema Antisemitismus will ich an die große Schuld der Kirchen erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so deutlich ausgesprochen worden wäre. Ich habe mir eingebildet, es hat vielleicht was mit dem Festjahr zu tun, weil so oft darüber gesprochen worden ist.
Also da ist noch ganz, ganz, ganz viel zu tun und da sind wir nicht fertig. Und ich bin sehr dankbar für den Buber, auf den komme ich immer, immer, immer wieder. Seien wir nicht nur froh, dass wir in uns so sind, sondern versuchen wir am Du zum Ich zu werden und dem Dialogischen Folge zu leisten, damit wir auch nicht diese Besitztümer und diese kleinen Kollektive so statisch sehen, weil da liegt so eine große Chance drin, da bin ich dann wieder ganz bei Ihnen. Ja, vielen Dank. Es ist jetzt die Frage, beziehungsweise der Kommentar geht in eine andere Richtung. Jetzt müssen wir wieder von diesem großen Kontext etwas runter zurücktreten und vielleicht an die Inhalte der Debatte zurückkommen. Ich finde das wunderbar, dass wir heute so ein diverses, auch intergenerationelles Podium hier haben, denn das macht klar, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Wo stehen wir denn, wenn es um Erinnerungskultur geht? Und ich bin bei den Begriffen Verbindungen herstellen und Resonanzräume schaffen hängen geblieben und auch Allianzen bilden. Und ich weiß nicht, Anja, du hast gesagt, dass das die Aufgabe der Avantgarde sei. Und diese Gruppe als etwas, als Avantgarde ist ja immer etwas, was eher klein ist und voranschreitet. Ich habe den Eindruck, dass diese Gruppe schon recht groß ist, für die diese Begriffe wichtig sind, nur ist sie einfach eben nicht sichtbar. Und das hat wiederum strukturelle Gründe. Und eine andere Sache, die mir wichtig ist, am Herzen liegt, dass wenn wir von Migrationsgesellschaft oder Einwanderungsgesellschaft sprechen, eigentlich gar nicht in Kategorien reden können. Also diese Gefahr gibt es gar nicht, weil wir meinen ja alle. Ja, also es sind ja nicht nur diejenigen gemeint mit Migrationsgeschichte und ich glaube, das wird ganz oft tatsächlich missverstanden. Es sind nicht nur die mit ihren Geschichten gemeint, sondern alle, die hier an der Gesellschaft teilhaben. Ich glaube, es geht darum, wie wir diese Begriffe selbst auch wahrnehmen, wie wir die nach vorne bringen, wie wir sie prägen. Ein weiterer Punkt ist tatsächlich der Begriff Kolonialismus oder Postkolonialismus, der hier schon mehrfach gefallen ist. Ich glaube tatsächlich, und da bin ich da ja sehr bei dir, dass wir auch da nicht in Konkurrenzen denken sollen und dass sehr viele Potenziale drinstecken, wenn wir beim jüdische Geschichte oder Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen und postkoloniale Geschichten in Verbindungen und Verflechtungen denken. Und mir fällt das gerade ein, weil ich mich frage, nicht nur wem gehört die Erinnerungskultur, sondern auch wann beginnt die Erinnerungskultur. Wir sind gerade an einem entscheidenden Punkt, der Krieg in der Ukraine. Und ich gucke mir gerade an, was passiert in Deutschland. Solidaritätswellen sind unglaublich groß. Wir bilden Netzwerke, um die Ukraine zu unterstützen. Es werden Allianzen gebildet, es werden Listen erstellt von Hilfeangeboten. Und da frage ich mich, sind wir da nicht vorschnell? Also warum stürzen wir uns da hinein? Weil noch vor 3 Monaten hätte keiner die Ukraine so explizit erwähnt. Und unser Blick auf dieses Land ist sehr, sehr stark kolonial geprägt. Und wenn man über koloniale Geschichte spricht, ist da Osteuropa übrigens auch ein blinder Fleck, weil die NS-Geschichte geht auch sehr stark mit dem kolonialen Denken einher. Also ich glaube, dass wir jetzt an dieser Stelle an die Erinnerungskultur, die in 10, 20 Jahren quasi da sein wird, schon beginnen müssen, uns damit zu beschäftigen und die dann vielleicht in eine Richtung lenken, damit wir nicht zu viel Zeit für Aufarbeitung hinterher bräuchten. Einfach diese 3 Punkte als Kommentar. Danke. Vielen Dank. Moment. Nee. Also, ich habe sie nicht vergessen. Ja, guten Abend. Ich nehme das Mikrofon mal raus, weil ich so groß bin. Mein Name ist Martin Trefzer. Ich wollte noch mal 2 Aspekte ansprechen, die mir ein bisschen zu kurz gekommen sind oder wo ich mehr Impulse erhofft hätte, vielleicht auch ein bisschen mehr Kontroverse. Das ist zum einen eben die erinnerungspolitische Zäsur des russischen Angriffs auf die Ukraine.
Das muss man sich ja klar machen. Dieser Angriff wurde auch erinnerungspolitisch vorbereitet. Es war 2017, als Putin in einem Artikel den Hitler-Stalin-Pakt gerechtfertigt hat. Das hat sich fortgesetzt bis zu diesem Artikel. Jetzt, ich glaube, das war letztes Jahr, wo er der Ukraine das nationale Existenzrecht abgesprochen hat. Und er macht ja was sehr Perfides, indem er sagt, die Ukraine müsse entnazifiziert werden. Er zieht eine Parallele zu der Befreiung im Mai 1945. Und das ist wirklich brisant, würde ich mal sagen. Und er macht, wenn Sie jetzt dann beispielsweise an diese Aussage von Lavrov denken, wo er sagt, also Juden wären teilweise selber Antisemiten gewesen, also wo ganz klar ist, da ist eigentlich eine antisemitische Stoßrichtung, ich will jetzt nicht sagen eine faschistische Politik, aber eine Politik, die uns sehr bekannt vorkommt, die aber jetzt mit dem Anspruch antritt, antifaschistisch zu sein. Das ist eine Frage, ich denke, über die sollte man nochmal etwas vertieft nachdenken. Was bedeutet das denn für die Erinnerungspolitik und auch vielleicht für unseren Blick auf den 8. Mai 1945, wie gehen wir damit um? Also stehen für mich noch viele Fragen im Raum. Und das andere ist die Debatte um die Dekolonisierung. Ich glaube, das ist teilweise ein bisschen leichtfertig zur Seite gewischt worden hier auf dem Podium. Diese beiden konkurrierenden Erinnerungsdiskurse, eben der postkoloniale Diskurs und auch die Shoah als zentralen Erinnerungsdiskurs in Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das so ohne weiteres miteinander in Einklang und in Verbindung bringen kann. Da werden schon massive Ansprüche formuliert von diesen postkolonialen Protagonisten. Die gehen schon ans Eingemachte. Jetzt Aruan Grupa ist das eine. Ich denke zum Beispiel auch letztes Jahr, da war ich auf einer Pro-Israel-Demo da am Brandenburger Tor und habe dann so ein Israel-Fähnchen mitgenommen, bin schon nach 200 Metern schon angemacht worden als Zionist auf der Straße. Da werden ganz massive Ansprüche formuliert und es gibt da auch ideengeschichtliche Verbindungen dieser postkolonialen Debatte zu diesen autoritären postkolonialen Bewegungen, die auch eng mit dem NS zusammen waren. Also diese neuen postkolonialen starken Typen da in der arabischen Welt, Nasser oder auch in Tunesien, die haben sich teilweise sehr eng am NS orientiert. Also ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann, okay, da sind gewisse Dinge, die laufen jetzt eben parallel, die muss man miteinander synchronisieren. Das wird schon irgendwie gehen. Ich habe da meine Zweifel. Da werden ja auch Ansprüche formuliert, auch eine Rangfolge der historischen Bewertung. Da wird zum Beispiel gesagt, ja, die kolonialen Verbrechen gehen den Verbrechen der Shoah voraus. Und die Shoah ist quasi eine Folge dieser postkolonialen Verbrechen. Das sind ja auch so Thesen, die da in den Raum gestellt werden. Das finde ich teilweise sehr problematisch. Und ich glaube nicht, dass es sich so ohne weiteres wieder ineinander fügt. Da hätte ich vielleicht doch nochmal Ihre Einschätzung. Ist das vielleicht zu stark problematisiert oder ist da doch noch ein Sprengsatz, der auf uns zurollt, gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Gesellschaft offensichtlich ja immer migrantischer wird und dass da auch starke Ansprüche formuliert werden? Ich würde trotzdem erst die Dame bitten, noch ihr Statement, auch wenn es dann auseinanderbricht, und dann abschließend hier nochmal aufs Podium geben. Einfach, weil wir haben zwar später angefangen, aber ich glaube trotzdem, dass wir zu einem realistischen Ende kommen müssen. Bitte. Ja. Gut, ich mache es auf jeden Fall kurz. Guten Abend, Stilas Renner mein Name. Ich arbeite hier als Tourguide im Zentrum Judaicum seit vielen Jahren. Und ich wollte eigentlich nur noch eine Anregung oder eine Idee oder eine Frage hineingeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Geschichten, diese unerzählten Geschichten, diese Leerstellen, wenn wir die zur Verfügung bekommen für unsere Arbeit in den Führungen, gerade mit den Schulklassen. Und ich bin auch noch Lehrerin, also im anderen, im Brotberuf, das hier ist mehr der Herzensberuf. Wenn wir da neue Vermittlungskonzepte dran arbeiten, ich würde mich auch, wenn gewünscht, einbringen, weil wir müssen diese Bildungsarbeit neu denken. Wir müssen noch die, nach anderen Ansätzen suchen oder nach mehr Networking in dem Sinne, dass wir uns austauschen. Ich habe jüdisch-deutsche Literatur studiert in München, Shoah-Literatur des Exils. Aber ich wünsche mir eben diese neuen Bücher, diese neuen Geschichten und dass wir die eventuell in einer langen Lesenacht mal hier im Zentrum oder an anderen Orten mit Schulklassen in Kontext bringen. Also ich habe sehr viele Schulklassen, sie haben Interessen, aber sie fragen immer sofort, bist du Jüdin, sind sie Jüdin, darf ich endlich mal jemanden treffen, wo erfahre ich mehr, also die Kinder, die oder auch die Lehrer, die sind schon interessiert. Es fehlt mir auch
einen Schüleraustausch mit Israel. Es muss wieder angesetzt werden, es muss weitergehen. Das ist mein höchster, größter Wunsch, wirklich. Tun Sie von der Bundesregierung, bringen Sie das in die Politik weiter, weil ich bin nur eine kleine Lehrerin, ein Guide hier. Also ich kann da nichts bewirken, aber ich wünsche mir das echt verstärkt, weil nur in dem Austausch direkt mit den Schülern und auch der Weiterbildung mit den Lehrern können wir ein bisschen was bewirken. Außerdem geht es noch um den Begriff der Zeitzeugen, der Zeitzeugen. Also ich lese auch in meinem Ethikunterricht von Margot Friedländers Buch vor und zeige dann mal einen kleinen Videoclip, jetzt nur so als Idee, aus YouTube. Und plötzlich sagen die Schüler, oh, wir wollen sie treffen. Ja? Also zwar verlassen uns die Zeitzeugen, wir werden sie bald nicht mehr haben, aber wir haben die Literatur, wir haben die Bücher von Inge Deutschgrund, von Michael Degen, von Hansi Rosenthal und von vielen, vielen mehr, die weniger prominent sind, aber auch von Dimitri Belkin und von die neuen Geschichten, von Kamina, er ist sehr berühmt, ich wünsche mir die weniger berühmten, ja. Und manche von diesen Texten sind schon im Deutschbuch, von Kamina zum Beispiel, aber vielleicht von Ihnen noch nicht. Also deswegen würde ich mir das wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich glaube, dann würde ich hier auf dem Podium bitten, wer noch ein Schlusswort sagen möchte, sollte das bitte tun, Herr Zimmermann. Schlusswort weiß ich nicht, aber ich will zumindest wenigstens auf die Fragen eingehen. Also zumindest, ich habe nicht gesagt, dass die postkolonialen Geschichtserinnerungen und die Erinnerungen jetzt im Bereich Holocaust und ähnliche Fragen, dass die einfach zueinander laufen und dass das keine Spannung geben würde. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das wird heftige Spannungen geben und alle Fragen der Erinnerungskultur haben auch immer etwas Ausschließendes dann mit anderen Fragen der Erinnerungskultur. Und das versucht man ja auch im Moment. Das ist auch eine politische Frage, wie es damit umgegangen wird. Also wie werden wir erinnerungspolitisch mit der Aufarbeitung unserer postkolonialen oder unserer kolonialen Vergangenheit umgehen? Und was heißt das zum Beispiel im Humboldt-Forum? Wird eine große Rolle in den nächsten Jahren spielen und wird eines der, glaube ich, wirklich entscheidenden erinnerungspolitischen Fragen sein. Ich glaube, trotz alledem muss man eben darum ringen. Also man muss genau um diese Fragen ringen und man muss sich auch streiten. Ich glaube, Erinnerungskultur ist nicht geeignet für Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist genau das Gegenteil. Das ist immer die Auseinandersetzung. Deswegen, Frau Löhrmann, ich habe von einer Zäsur gesprochen, aber nicht von Stunde Null. Also das will ich nur sagen, das hat zwei ganz verschiedene Sachen. Zäsur heißt, dass dieser Krieg, und das gebe ich Ihnen recht, und diese Umdeutung, die wir jetzt erleben, also Putin hat jetzt gerade George Orwell 1984 umgedeutet, ja, in einer wirklich, also das ist ja schon erstaunlich, also dass man ein solches Buch in sein Gegenteil verkehren kann, aber das wird seine Wirkung haben, weil es hat Wirkung auf Millionen und Abermillionen von Menschen und selbst wenn wir darüber schmunzeln, wird es trotzdem Wirkung haben und deswegen glaube ich, dass wir um diese Erinnerungs- oder diese gesellschaftliche erinnerungskulturellen Fragen ringen müssen. Sie sind aber keine Erziehungsmaßnahmen, das ist mir ganz wichtig, sondern sie sind letztendlich das, was der innere Kern eines gemeinsamen Zusammenlebens ist. Und deswegen müssen wir ja um diese Erinnerungskultur, die gesellschaftliche Erinnerungskultur, auch deshalb bringen, weil wir brauchen so etwas wie einen gemeinsamen erinnerungspolitischen Kern. Wenn wir den nicht haben, dann haben wir ganz viele verschiedene Gesellschaften nebeneinander, aber eben keine gemeinsame Gesellschaft. Und deswegen, finde ich, lohnt sich dieser Kampf ja auch so. Ich habe mehrere Punkte. Zum einen, eine Sache, die ich aus der jüdischen Geschichte und aus der deutschen Geschichte gelernt habe, ist, wir sind schon immer Migrationsgesellschaft. Das ist kein neues Phänomen. Deshalb würde ich die Zäsur nicht jetzt ansetzen, sondern schon länger. Dann glaube ich, dass komplexe Geschichten gute Geschichten sind. Ich will nicht dafür streiten, dass alle dieselben verkorksten, verdrehten akademischen Begriffe benutzen, die ich benutze, sondern dass wir
ja, anhand von guten Geschichten verschiedenes Publikum in die Museen, ja, zur Literatur an ganz viele Stellen bringen. Dann ist Lehrerin sein und Guide, diese Geschichten zusammenbringen und mit Menschen ins Gespräch kommen, ist, glaube ich, der Moment. Das ist das Größte, was wir erinnerungspolitisch machen können, und das ist der Unterschied ums Ganze. Deshalb ja, nochmal ein kleiner Applaus von meiner Seite an Sie. Nein, weil ich es wirklich wichtig finde, genau diese Arbeit mit jeder Person ins Gespräch zu kommen. Der letzte Punkt, für mich besteht die erinnerungspolitische Zäsur in den letzten Jahren darin, dass wir nicht nur durch Putins Geschichtsverfälschung und Umschreibung der Geschichte, die also für mich persönlich wirklich wahnsinnig schmerzhaft ist, dass eine Familiengeschichte, die mir auch wichtig ist, gerade so umgeschrieben wird, das bricht mir ein Stück weit das Herz. Aber das passiert an ganz vielen Stellen. Putin ist nicht die einzige Person, die eine progressive Narrative, also was gerade das Neue ist, ist, dass wir an ganz vielen Stellen feministische Kämpfe, Kämpfe für die Rechte von LGBT, also für Lesben, Schwulen, queeren Personen, Kämpfe um Rassismus, Auseinandersetzungen mit Antisemitismus haben sich institutionalisiert und werden von progressiven Kämpfen, aber auch von rechten Kämpfen vereinnahmt und ausgespielt. Wir haben Front National, die feministische Kämpfe vermeintlich vertritt. Wir haben Viktor Orban oder Bolsonaro, die gegen Antisemitismus kämpfen. An der Stelle, also wir haben an ganz vielen Stellen werden, statt dass wir uns über die Dinge auseinandersetzen, und da kann uns Geschichte, da kann uns eine lebendige Erinnerungskultur helfen, konkret zu gucken, was bedeutet was, und nicht gegenseitig in Umschreibung oder in Vereinnahmung von auch progressiven Kämpfen, die jetzt, also es gibt tausend Beispiele, ich will es nicht ausführen, aber für mich besteht die erinnerungspolitische Zäsur darin, dass wir uns mit vielen Ansprüchen, mit gegeneinanderliegenden Ansprüchen am Gegenstand auseinandersetzen müssen, bevor wir Position A oder Position B als Antisemit oder Kolonialist oder Sexist oder Rassist abstempeln. Und diese Vereinnahmung und das Gegeneinander ausspielen, was am Gegenstand, an den Geschichten nicht funktioniert, uns dagegen verwehren. Punkt. Kurzes Schlusswort auch von mir, also von mir auch vielen, vielen Dank für die Initiative oder die Aufforderung zur Initiative in Workshops Geschichten zu erzählen. Und ich habe vorhin von den Writing Girls gesprochen, um dem Ganzen jetzt mal so ein Bild zu geben. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt von Weitem sieht. Das jetzt nur mal so kurz. Also die Frauen, die ich da mit eingebunden habe, diese Geschichten zu erzählen, auf die Spuren von anderen zu gehen und da zu forschen, die haben natürlich auch ihre eigene Geschichte mitgebracht. Das waren Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalitäten, die kamen aus Israel, aus Frankreich, aus Chile, aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, ich habe es schon gesagt, aus Deutschland und zurück zum jüdischen Berlin heute. Das ist, glaube ich, etwas, was noch so viel auch Potenzial gibt, um diese Geschichten tatsächlich zu erzählen. Deswegen würde ich das auch tatsächlich auch unglaublich wichtig finden. Und ja, bin ich auch gerne dabei. Also vielen Dank auch dafür. Ich möchte mich bei der Runde hier und beim Publikum bedanken. Meinerseits, bevor ich an Anja weitergebe für das Schlusswort, möchte ich als Moderatorin schon sozusagen einfach meinerseits schon Danke sagen für diese lebendige, lebhafte, kontroverse, spannungsreiche Diskussion, die sehr viele Begriffe aufgeworfen hat, die wir jetzt nicht ausdiskutieren konnten, aber die wir jetzt aushalten gemeinsam. Und dann würde ich gerne dir das Schlusswort geben. Ja, ich möchte zuerst nochmal eingehen auf das, was Sie aufgeworfen haben und mich quasi ein wenig zumindest dem stellen, dass Sie sagten, also der ganze Diskurs, Ansprüche jetzt, Kolonialismus und Shoah, wie steht das gegeneinander? Und die ganze große Gefahr eigentlich, dass da irgendwie eine Hierarchisierung jetzt vorgenommen wird und ein Ausspielen gegeneinander und all dies.
ich befürchte, dass uns das irgendwie tatsächlich länger beschäftigen wird. Mir ist eines ganz wichtig. Und jemand hat vorher gesagt, oh, Martin Buber. Also ich komme dann gleich nochmal auf Martin Buber. Mir ist eigentlich nur wichtig, ich möchte mich vorläufig nicht auseinandersetzen mit denen, die Ihnen begegnet sind, da wo auch immer das war, in der Demo auf dem Kudamm. Ich gehe an die Dinge eigentlich erstmal ganz einfach ran. Und dieses einfache Herangehen heißt, ich habe es kurz vorher erwähnt, das heißt wirklich, für mich ist wichtig Empathie und Solidarität mit den verschiedenen Opfergruppen. Und da glaube ich tatsächlich, dass jetzt manche vielleicht, ich sage es jetzt mal so ganz einfach, sich zu kurz gekommen fühlen in den letzten Jahren. Ich glaube, dass wir da diese Empathie, die sind wir schuldig und da müssen wir zuhören, den verschiedenen Opfernarrativen, den jüdischen, die wir vielleicht weniger zugehört haben, nämlich was du ganz am Anfang gesagt hast, Daria, diejenigen, die auch mir viel zu weit weg sind, und das kann ein guter Impuls sein für uns, gell, so für unsere Arbeit in der nächsten Zeit, also die immer nur von den, wie war das, den Kontingentflüchtlingen sprechen und dem Kontingenz sogar, um Gottes Willen, und im Verhältnis relativ wenig Ahnung haben von den Geschichten darunter. Also da gibt es oft viel nachzuholen und also für mich wirklich erstmal dieses einfache Wort solidarische Geschichtsschreibung, Solidarität und Empathie, und das ist eben auch da. Komme ich natürlich auf Martin Buber und Martin Bubers Dialogphilosophie. Nach Martin Buber war die Voraussetzung zu einem erfolgreichen Dialog nicht ein gänzlicher Wechsel der Perspektive, und das ist ein bisschen so, wie du sagst, dass man durch eigene Erfahrungen quasi Allianzen bildet, Verbindungen, Verknüpfungen, sondern die Einnahme des eigenen Standpunkts ganz bewusst bei gleichzeitigem Einlassen. Sie sehen, ich habe das sogar vorbereitet gehabt, bei gleichzeitigem Einlassen auf die Notwendigkeiten der anderen Seite. Buber nannte das Umfassung. Also Buber sollte man viel öfters mal zuhören, gerade wenn es um Dialog geht. Und ich bin nicht sicher, ob das Universalrezept ist. Aber für mich ist das erstmal so meine Antwort zu dem, was Sie sagten. Und ansonsten, du hast mir schon das Schlusswort gegeben, möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei allen bedanken, bei Eva Letzi, eine der Kuratorinnen der Ausstellung Jüdisches Berlin erzählen, und uns. Die ganz kurzfristig auch eingesprungen ist überhaupt hier für die Moderation, dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Und bei allen, die hier das Podium jetzt so lebendig bestritten haben, bei allen für die Vorbereitung, natürlich bei jenen, die zum Teil auch ganz weit angereist sind, für das Grußwort, Ihnen, Frau Staatssekretärin, ebenso natürlich, Herr Lederer musste jetzt schon gehen, bei dem gesamten Team und nicht zuletzt, sondern sogar ziemlich vorne dran beim Deutschen Kulturrat, nämlich unserem Partner für diese Veranstaltung heute. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.